Ich möchte Sie alle sehr herzlich zur IWU-Jahresversammlung begrüßen. Zum zweiten Mal, wie Herr Fuß schon gesagt hat, in dieser etwas ungewöhnlichen Aufstellung als virtuelle Konferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuschauen, dass Sie uns treu bleiben, auch in diesem anderen Format. Wer unsere Veranstaltungen kennt, der weiß, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass das Publikum sich mit Fragen, Ideen, Vorschlägen einbringen kann. Das ist natürlich auch bei dieser Jahresversammlung wieder gewünscht. Ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr viel erklären. Wir haben alle sehr viel Erfahrungen gesammelt, wie virtuelle Konferenzen funktionieren. Es läuft wie immer über den Frage- und Antwort-Knopf Ihrer Zoom-Konferenz. Stellen Sie gerne Fragen, während wir hier diskutieren. Ich werde dann versuchen, die an geeigneter Stelle in die Diskussion einzubringen. Darüber hinaus haben wir noch einige kleine Zuschauerfragen vorbereitet zu den einzelnen Themenblöcken. Das ist so eine Art Multiple-Choice-Befragung, wo wir einfach gerne noch mal ein Stimmungsbild von Ihnen an den Bildschirmen einholen wollen, einfach um die Diskussion hier mit den Teilnehmern möglichst stark zu verzahnen. Also nehmen Sie auch daran bitte rege teil. Da müssen Sie einfach nur klicken bei der Antwort, die Ihnen als die für Ihre Position passendste erscheint. Jetzt möchte ich noch ganz kurz etwas ausführlicher unsere Panelisten und Panelistinnen vorstellen. Hier zu meiner Rechten sitzt Frau Professor Lisandra Flach. Sie leitet seit 2020, also seit letztem Jahr, das IFO-Zentrum für Außenwirtschaft und ist zudem Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonomik der Globalisierung an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität. Das Thema Außenwirtschaft und insbesondere Lieferketten ist, wir haben es bereits gehört, derzeit natürlich hochaktuell. Vor allem geht es um die Funktionsfähigkeit von Lieferketten, dazu werden wir gleich noch mehr hören. Zuletzt hat eben die Knappheit in verschiedenen Bereichen tatsächlich das gerade wieder aufkeimende Wachstum etwas behindert. Frau Flach hat sich in den vergangenen Monaten sehr viel mit der Beschaffung von Gütern beschäftigt, für die es eben auf den Weltmärkten nicht sehr viele Anbieter gibt. Und darüber hinaus hat sie untersucht, wie die Containerschifffahrt Engpässe beeinflusst. Und natürlich auch, welche Handelspolitik wir vom neuen US-Präsidenten Joe Biden zu erwarten haben. Zu meiner Linken sitzt Oliver Zipse. Herr Zipse ist seit August 2019 Vorstandsvorsitzender der BMW AG. Ich verrate Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass die Automobilindustrie, obwohl sie global aufgestellt ist, natürlich eine Schlüsselbranche der deutschen Industrie ist. Und sie befindet sich in einem umfassenden Strukturwandel. Das ist ein schwieriges Geschäft. BMW investiert im Moment sehr viel in das Thema Nachhaltigkeit, habe ich mir sagen lassen. Dabei geht es dem Unternehmen eben nicht nur um Elektrifizierung des Antriebs, sondern auch darum, wirklich den gesamten Lebenszyklus eines Autos nachhaltig zu gestalten. Dazu gehören dann eben auch so Themen wie Ressourcenverbrauch, bei der Produktion selbst und eben auch Nachhaltigkeit der Lieferketten. Zu meiner Rechten Professor Dr. Armin Nassei. Herr Nassei ist seit 1998 Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Er beschäftigt sich mit Gesellschaftstheorie, zum Beispiel zu Zielkonflikten und Komplexitäten in modernen Gesellschaften. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Sein neues Buch beschäftigt sich sein neues Buch trägt den Titel Unbehagen, Theorie einer überforderten Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein Zustand, den wir uns alle gerade sehr gut vorstellen können. Er hat sich aber auch viele Gedanken gemacht zur digitalen Gesellschaft. Auch darüber wollen wir heute sprechen und über das Thema Protest. Wie entstehen Protestbewegungen? Wie manifestieren sie sich in modernen Gesellschaften? Weil dieser Widerstand natürlich auch ein entscheidender Faktor ist, ob uns Reformen gelingen, ob uns Wachstum gelingt. Ganz links Professor Dr. Clemens Fuest. Er ist seit 2016 Präsident des IFO-Instituts und ist darüber hinaus Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität. Er sagt, es ist wichtig, aus der Krise zu lernen, aber es ist jetzt auch höchste Zeit, wieder nach vorne zu schauen. Das haben wir im Vortrag eben schon gehört. Und welche Themen auf seiner Agenda stehen, hat er kurz angetippt.
unter anderem Digitalisierung, soziale Sicherungssysteme, Klimawandel und Demografie. Darüber werden wir gleich noch mehr hören. Ich denke, wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus, wenn wir schon über die Post-Merkel-Ära sprechen, praktisch mitten im Wahlkampf, mitten im Wahlkampfgetöse, was über die Medien ausgetragen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einige zentrale Ideen diskutieren. Und Herr Zipse, ich darf die erste Frage gleich an Sie richten. Nehmen wir an, Sie könnten sich von der neuen Regierung wünschen, welche Rolle die Industrie bei Reformen hat. Was würden Sie sich wünschen? Herzlichen Dank für die Einladung zunächst mal. Ich glaube, unser Diskurs findet zu einem Zeitpunkt statt, der spannender nicht sein könnte. Wir fahren aus der Krise heraus und weltweit ist es auch sehr unterschiedlich, wie wir da rausfahren. Wir haben Wahlkampf in Deutschland, wir haben eine intensive gesellschaftliche Debatte um die richtigen Werte des wirtschaftlichen Handels. Und eine Beobachtung möchte ich mit Ihnen teilen. Wir beobachten ja momentan als globales Unternehmen, wie sich die verschiedenen Regionen jetzt aufstellen in dieser Nach-Corona-Pandemie. Und eine Beobachtung ist, dass in dem nordamerikanischen Raum und gerade im asiatischen Raum eine Balance zwischen staatlichem Handeln und wirtschaftlichem Handeln bewusst gefördert wird, die Kraft der Wirtschaft, der Industrie bewusst wahrgenommen wird im Sinne von Wachstum, Innovationskraft, auch Profitabilitätsstreben. Das sind Werte, um auch die Post-Pandemie-Krise bewältigen zu können. Bei uns ist eher eine Debatte, nein, das ist eher regulativ, was wir hier diskutieren. Nehmen Sie mitten in der Krise, verabschieden wir ein Lieferkettengesetz. Wir diskutieren über das Recht auf Homeoffice-Arbeitsplatz. Wir müssen eigentlich über Konsum reden. Wie bringen wir die Wirtschaft wieder hoch? Und dazu, glaube ich, ist notwendig, dass wir über staatlichen Einfluss und wirtschaftlichen Einfluss eine neue Ebene von Vertrauen gewinnen. Ich merke, da ist einfach eine Menge Misstrauen da, die ich natürlich aus einer BMW-Sicht für ungerechtfertigt halte, weil wir sehr, sehr viele Dinge, die wir gesetzlich verankern wollen, sowieso tun. Und ich plädiere eher dafür, dass wir die Kraft der Industrie, die Kraft der Wirtschaft nutzen, um Wachstum zu erzeugen, dass wir Wachstum zu einem wirklichen Thema wieder machen, weil da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Da hängt die Möglichkeit, Digitalisierung voranzutreiben, Bildungswesen voranzutreiben und zu wirklichen Themen zu machen. Und dazu braucht es Vertrauen und dazu braucht es auch einen Pakt zwischen staatlichen Institutionen und der Industrie. Das wäre mein Petitum für einen Wunsch, den ich mir wünschen dürfte. Vertrauen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Herr Nassei, die Gesellschaft befindet sich ja jetzt ja gerade am Ende einer unheimlichen Stressphase, würde ich mal sagen. Wie bereit sind eigentlich die Menschen, einen Neuanfang zu wagen, sich auf Reformen einzulassen, die vielleicht dringend notwendig sind, wo ihnen ja gerade im letzten anderthalb Jahren sehr viel abverlangt worden ist? Ja, man könnte eigentlich in zwei Richtungen denken angesichts Ihrer Frage, nämlich zum einen, womöglich ist das ein wunderbares Fenster, das wir zurzeit haben, weil sich ohnehin Dinge verändern müssen, jetzt in eine richtigere Richtung zu gehen. Andererseits könnte man auch sagen, die Menschen sind womöglich müde, jetzt wieder was Neues zu machen und sehnen sich nach so etwas wie Normalität. Wenn man sich die Semantik der Krise anguckt, ist es ganz interessant, dass die neue Normalität schon im April des letzten Jahres, also 2020, so ein Stichwort war, wann erreichen wir das wieder? Und in dieser Spannung findet das eigentlich statt. Und vielleicht ist gar nicht die entscheidende Frage, ob die Menschen bereit sind, sich zu verändern. Ich glaube, da ist mehr Veränderung denkbar, als man sich das üblicherweise vorstellt. Das Spannende ist die Frage der Rahmenbedingungen, unter denen das passiert. Herr Zipse hat es ja gerade erwähnt, also die Frage, wie politisches Handeln, das ist nicht nur staatliche Struktur, sondern auch politisches Handeln, und tatsächlich die Ermöglichung von Innovation Hand in Hand gehen. Dass es da immer Zielkonflikte gibt, ist gar keine Frage. Das Richtige muss wählbar bleiben aus der Perspektive der Politik. Und was das Richtige ist, hängt natürlich von ganz unterschiedlichen Faktoren ab und hat selbst wieder unterschiedliche Ziele. Also auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein, ist eines der Ziele. Ein anderes ist tatsächlich, Herr Fuß hat in seinem Anfangsvortrag darauf hingewiesen, dass es Klimaziele gibt, dass es natürlich in manchen Ländern stärker als in der Bundesrepublik Fragen sozusagen der inneren sozialen Ungleichheit und Struktur gibt. Da sind wir ja
nicht auf einer Insel der Seligen, das wäre übertrieben, aber doch auf einem viel besseren Startpunkt als viele andere. Und zur Innovation gehören natürlich auch andere Bereiche der Gesellschaft. Was wir in der Pandemiekrise erlebt haben, ist ja doch eine starke Vulnerabilität nicht nur bestimmter Gruppen, sondern tatsächlich auch Strukturen. Also ne, wenn man selbst über die Industrie nachdenkt und sagt, wie abhängig sind sehr starke Spieler davon, dass andere Spieler auch funktionieren, dass sie gleichzeitig das Richtige liefern können. Und ich rede jetzt nicht von Lieferketten im materiellen Sinne, darüber werden wir ja gleich noch etwas hören. Herr Fuß hat auch darauf hingewiesen, sondern wir sehen, dass unser gesamter moderner Alltag viel, viel stärker eigentlich von funktionierenden Strukturen abhängig ist, als wir denken. Das geht bis in Familien hinein, das geht bis in die wissenschaftliche Tätigkeit hinein. Das geht in die Frage, wie man wissenschaftliches Wissen in sowohl politische als auch ökonomische Zusammenhänge hineinbringt. Und wenn es etwas Neues jetzt gibt, dann ist es tatsächlich das Austarieren dieser unterschiedlichen Teile der Gesellschaft womöglich neu zu denken. Das ist, glaube ich, sowohl eine wissenschaftliche als auch eine politische als auch eine ökonomische Herausforderung. Und da sehe ich eigentlich relativ positiv in die Zukunft, weil diese Dinge werden im Moment sichtbar. Also Krisen sind irgendwie blöd, weil sie krisenhaft sind, aber Krisen machen Dinge sichtbar, die sonst eigentlich unter der Oberfläche bleiben. Und das erleben wir zurzeit doch sehr stark. Gibt es denn Dinge, die Menschen bereiter machen, sich auf Reformen einzulassen? Naja, ich meine, es hört sich fast tautologisch an. Das Beste für den Erfolg ist der Erfolg. Also wenn Menschen, psychologisch würde man sagen, so etwas wie Selbstwirksamkeit an sich selbst erleben, wenn sie feststellen, dass auch ökonomische, aber auch soziale Innovationen etwas sind, was in ihrem Leben eine Bedeutung hat, ja, wo sie sozusagen, also ich sage es mal sehr simpel, mitmachen können. Ja, wenn wir an diese demografische Frage denken, dann ist es tatsächlich die Frage, wie man Potenziale hebt. Und Potenziale hebt man nicht abstrakt, sondern man hebt sie so, dass man Menschen in die Lage bringt, dass sie selber ein Interesse daran haben, Leistung zu bringen, ein Interesse daran haben, innovativ zu sein, ein Interesse daran haben, manche Dinge neu konstellierend hinzukriegen. Das gilt übrigens auch für Politik. Wo ist für Politik eigentlich ein Anreiz, Dinge anders zu machen, als sie bis jetzt gewesen sind, weil sie doch leidlich erfolgreich waren? Und leidlicher Erfolg in Politik heißt ja zunächst mal nicht Innovation, sondern dass man weiter in der Lage ist, Strukturen aufrechtzuerhalten, von denen man selbst profitiert. Also ich muss den Ökonomen hier nichts über Anreizstrukturen sagen. Das ist ja doch das Spannende eigentlich, dass man feststellen muss, dass es gar nicht darum geht, die beste Idee zu haben, sondern dass die beste Idee in einem bestimmten Kontext funktionieren muss. Und dafür müssen wir etwas tun. Wenn ich vielleicht das noch sagen darf, ich bin sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben, also das ist ja nicht das natürliche Habitat eines Soziologen, hier zu sitzen, aber ich glaube, dass das inzwischen tatsächlich eine gesellschaftliche Herausforderung ist, diese unterschiedlichen Funktionen, würden wir soziologisch sagen, die unterschiedlichen Akteursebenen der Gesellschaft, tatsächlich in eine Neukonstellation zu bringen. Gar nicht mehr so konfliktuös, wie wir das vielleicht in den klassischen politischen Konflikten gehabt haben, sondern im Sinne sozusagen einer Innovation, bei der es tatsächlich möglich ist, auf die Herausforderungen einzugehen, mit denen wir zu tun haben, die nicht mehr von einzelnen Spielern gelöst werden können und die vor allem nicht mehr einfach durch Macht durchgesetzt werden können, weil Gesellschaften inzwischen komplexer sind als das, was zum Teil noch in unseren Lehrbüchern steht. Wir haben, das hat sicherlich auch mit dem Thema Vertrauen zu tun, was Herr Zipse schon angesprochen hat. Vertrauen entsteht, wenn man mitspielen kann, sagen Sie. Herr Fuß, ökonomisch gesehen hat die Krise ja doch, sagen wir mal, Gewinner und Verlierer hinterlassen, würde ich sagen. Gerade heute kam wieder ein Bericht über die internationale Vermögensverteilung raus, das Vermögen hat eben zugenommen. Wie müssen wir uns denn um diese Gewinner- und Verlierer-Thematik kümmern, wenn wir künftig Reformen anstoßen wollen? Ich glaube, man sieht in fast jeder Reformdiskussion, dass die Frage, wer gewinnt, wer verliert, sehr wichtig und vielleicht auch ein bisschen unterbeleuchtet ist. Also gerade Ökonomen neigen ja dazu, eher auf die Größe des Kuchens zu schauen, als auf die Verteilung. Deshalb ist es vielleicht auch wichtig, oder unter anderem deshalb ist es wichtig, eben auch aus der Perspektive anderer Disziplinen draufzuschauen, aber auch die Ökonomen haben ja in letzter Zeit sich viel mit diesen Verteilungsfragen beschäftigt. Die sind wichtig und Reformen müssen begleitet werden von Kompensation für bestimmte Gruppen. Wir haben das jetzt erlebt bei der Benzinpreisdebatte, aber wir dürfen eben auch die Größe des Kuchens nicht vergessen. Und Herr Nessy sagte gerade, Erfolg hat was mit, oder die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen, hat was mit der Frage zu tun, ob es positive Erfahrungen gibt, also ob es sozusagen die Überzeugung gibt, dass wir das Richtige tun.
Und das Ganze, würde man vielleicht als Ökonom sagen, ist auch ein Koordinierungsproblem. Herr Zipse hat gerade gesagt, aus der Perspektive der Industrie wäre es eigentlich schön, aus der Politik, so habe ich das verstanden, das Signal zu bekommen, wir wollen gemeinsam an Wachstum arbeiten, also an der Vergrößerung des Kuchens. Und ich glaube, wenn wir an Verteilungsfragen denken, gibt es zwei Arten von Ansätzen. Der eine ist die Verwendung von Instrumenten, die Kosten haben, die also den Kuchen kleiner machen, ihn aber umverteilen. Das ist durchaus legitim, dass die Politik solche Instrumente einsetzt. Spitzensteuersatz erhöhen ist Aufgabe der Politik. Nur können wir uns im Moment wahrscheinlich weniger als in anderen Situationen leisten, das Wachstum zu schädigen, weil es eben schon durchaus geschädigt ist durch die Krise. Deshalb würde ich meinen, wir sollten uns auf Verteilungspolitiken konzentrieren, die quasi eine doppelte Dividende abwerfen, also die auch dem Wachstum nutzen. Und die gibt es, da steht dann an erster Stelle die Bildung, dazu gehört das Steuer- und Transfersystem, also mauern wir Menschen ein in Teilzeitbeschäftigung, weil sie, wenn sie mehr verdienen, das sozusagen den größten Teil wieder verlieren durch das Steuer- und Abgabensystem oder ermutigen wir Beschäftigung. Ich glaube, wir sollten uns auf Reformen konzentrieren, die Wachstum und Inklusion fördern und uns nicht verheddern in diesem Konflikt, Verteilungsziele zu verfolgen und das Wachstum zu zerstören, denn nach aller Erfahrung kommen wir so nicht weiter. Wenn wir über eine Ausgangslage sprechen für Reformen, ist es natürlich wichtig, nach Deutschland zu gucken. Aber ich denke, mindestens genauso wichtig, weil wir ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern das alles sehr stark miteinander verflochten ist, ist es natürlich auch darauf zu gucken, in welchem Zustand befindet sich denn nun auch die Welt außerhalb Deutschlands, Frau Flach. Deswegen würde mich mal interessieren, wir haben ja sehr viel gelernt jetzt in den letzten anderthalb Jahren über Lieferketten und über Probleme, die dort auftauchen können. Es ist ja so, dass wenn die Exporte nicht laufen, sagt man, dann geht es dem Geschäftsmodell von Deutschland schlecht. Was würden Sie denn sagen, was im Moment so das Hauptlearning ist, über die Funktionsweise und darüber, was wir vielleicht künftig besser machen können? Ja, also die aktuelle Krise jetzt ist nicht die erste Krise, die die Funktionsfähigkeit der Lieferketten testet. Also in der Vergangenheit kam es auch zu Lieferausfällen aufgrund von Naturkatastrophen oder politischen Ereignissen. Was wir uns fragen müssen, ist dann, wie dann die Lieferketten resilienter gestaltet werden können. Und diese Frage ist insbesondere für Deutschland extrem wichtig, weil Deutschland sehr stark auf internationale Lieferketten angewiesen ist. Also wir zeigen zum Beispiel, dass 17% der deutschen Wertschöpfung über internationale Wertschöpfungsketten entsteht. Und diese Zahl ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Also der Durchschnitt liegt bei 12%. Und dann ist es auch nicht überraschend, dass so eine globale Krise mit erheblichen Störungen der Lieferketten oder erheblicher Störungen verursacht. Aber andererseits ist die deutsche Lieferkette bereits stark diversifiziert. Zum Beispiel zeigen wir in einer Studie, dass nur 11% der Güter, die Deutschland importiert, aus 5 oder weniger Zulieferer bezogen werden. Das heißt also, für die Mehrheit der Güter ist die Lieferkette bereits sehr stark diversifiziert. Jetzt aber in Sektoren, die eine starke Abhängigkeit aufweisen, dann empfiehlt sich eine stärkere Diversifizierung der Lieferkette, das ist klar. Was wir auf jeden Fall aus dieser Krise lernen, ist, dass Protektionismus zum Beispiel durch Exportverbote oder Grenzschließungen erhebliche negativen Kosten verursacht und auch keine Lösung für die aktuelle Krise. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Bereich Außenhandel die wichtigste Lehre aus der Krise. Ich glaube, in dieser Intensität hätten wir das ja ohne die Krise wahrscheinlich auch gar nicht erfahren können. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Ja, genau, weil es ist auch so, dass, also gut, in der Vergangenheit kam es zu Lieferausfällen, aber diese Krise ist natürlich anders, weil so gut wie jedes Land und jeder Sektor betroffen wurde. Und das ist was natürlich für den Bereich Außenhandel außergewöhnlich macht. Krise auch von anderen. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Worte dazu sagen, was diese Krise besonders macht jetzt im Hinblick auf Außenhandel. Ja, genau. Also was diese Krise besonders macht, ist erstens,
Wie gesagt, es hat so gut wie jedes Land und jeder Sektor betroffen, ne? Aber die Krise ist auch nicht synchron. Ne? Das ist auch anders als zum Beispiel bei der Finanzkrise 2008, 2009. Also wir hatten hier einen starken Einbruch oder so eine Situation haben wir eigentlich aus der Krisenzeit nie erlebt, dass wir die Produktion heruntergefahren haben und dann jetzt steigt plötzlich die Nachfrage weltweit, aber nicht synchron weltweit und auch nicht synchron für die unterschiedlichen Sektoren. Und das hat natürlich extrem Folgen für Engpässe der Produktion oder Produktionskapazitäten, wie wir wahrscheinlich auch später auch nochmals, wir werden wahrscheinlich nochmals darauf eingehen, gehe ich davon aus. Vielen Dank. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Gefühl für die Ausgangssituation in verschiedenen Dimensionen gewonnen. Das ist wichtig, eben um auf die politischen Aktionsfelder eingehen zu können. Jetzt ist die Frage, welche, es gibt ja viele Herausforderungen, Herr Fuß, Sie hatten da einen Überblick drüber gegeben, aber die Frage ist jetzt, welche sind prioritär, welche sollten wir zuerst angehen? Dazu haben wir eine kleine Zuschauerfrage vorbereitet. Ich habe auch ansonsten noch keine Fragen aus dem Publikum bekommen, also möchte nochmal dazu auffordern, gerne in den Chat Fragen zu stellen. Aber vielleicht zuerst mal zum Aufwärmen die Zuschauerfrage. Welche Prioritäten sollte die nächste Regierung setzen? Sie dürfen entscheiden sozusagen. Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Position, das entscheiden zu dürfen. Sie können mehrfache Antworten geben, wenn Sie das Gefühl haben, nicht nur eine Antwort ist die richtige, vielleicht nicht alles ankreuzen, sonst ist das mit dem Auswerten schwierig. Also Antwort A wäre betroffene Branchen wieder auf Kurs bringen, weil die Krise ja sehr unterschiedlich die Branchen betroffen hat. Das zweite wäre soziale Ungleichheit in der Gesellschaft bekämpfen. Die dritte Antwort wäre Wachstumskräfte mobilisieren, zum Beispiel Strukturwandel und Innovation fördern. Vierte Antwort wäre das Bildungssystem modernisieren und vielleicht sind Sie auch der Ansicht, dass der Klimawandel die prioritäre Herausforderung ist. Also Sie können jetzt klicken und ich hoffe, wir haben dann in sehr kurzer Zeit das Ergebnis. Wir warten einen Moment. Brauchen die Leute einen Moment, um die Antwort anzukreuzen? Aha. Die Antwort Wachstumskräfte mobilisieren hat auf jeden Fall den meisten Zuspruch gefunden, gefolgt vom Bildungssystem und dem Klimawandel. Soziale Ungleichheit auf dem vorletzten Platz, naja, das ist vielleicht nicht ganz die richtige Interpretation, aber auf dem vierten Platz und betroffene Bereiche wieder auf Kurs bringen, das würde ja dann eher so in Richtung Unterstützung, Subventionen und so gehen, findet auf jeden Fall am wenigsten Zuspruch. Herr Fuß, welche Antwort hätten Sie denn angekreuzt? Ja, ich hätte hier auch die Mehrheit unterstützt. Natürlich schließt hier das eine oder andere nicht aus. Also man hätte schon mehr ankreuzen müssen. Wir werden ich glaube, am Ende wird auch Wachstum nicht erreichbar sein, wenn es nicht inklusiv ist. Also schon sehr, sehr wichtig, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, Wachstum nützt den Menschen. Also wenn wir zum Beispiel über Wettbewerbsfähigkeit, über unsere Wirtschaft reden, dann denken viele Menschen vielleicht, ja, was habe ich davon, wenn BMW mehr Autos verkauft, das ist vielleicht gut für BMW, aber was habe ich eigentlich davon? Deshalb finde ich eigentlich als Definition für Wettbewerbsfähigkeit gut zu sagen, es geht eigentlich um Produktivität. Es geht darum, dass wir die Ressourcen, die wir haben, produktiv einsetzen, will heißen, Menschen, die bei uns arbeiten, haben gute Jobs und hohe Löhne. Das ist eigentlich der Kern der Produktivität. Und wenn man Wettbewerbsfähigkeit so versteht, dann überzeugt man auch die Menschen. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren genau das erleben, dass wir uns sehr strecken und anstrengen müssen, eben gute Jobs, sichere Jobs mit hoher Produktivität und hohen Löhnen
in Deutschland zu halten. Daraus folgt dann viel. Also ich glaube, man muss schon die Menschen an Bord nehmen, aber wir begeben uns in eine Sackgasse, wenn wir Verteilungspolitiken verfolgen gegen das Wachstum und gegen die Wettbewerbsfähigkeit. Sondern wir müssen das zusammenbringen. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt der Verschuldung eingehen. Das ist ja ein riesiger Schuldenberg, den wir angehäuft haben. Und Sie haben letztes Jahr mal gesagt, dass die ganze Krise eine gigantische Vermögensvernichtungsmaschine war. Wie kommen wir denn von diesen Schulden wieder runter und bedrohen die auch das Wachstum, was wir eigentlich dringend brauchen? Die Schulden sind eine Hypothek, und zwar sowohl die öffentlichen als auch die privaten Schulden. Hochverschuldete Unternehmen investieren nicht oder können nur sehr schwer investieren, weil auch neue Investoren da nicht so leicht reingehen, denn die haben dann Angst, sozusagen die Altschulden erst bedienen zu müssen. Und auch öffentliche Schulden sind eine Last, insbesondere für sehr hochverschuldete Länder. Wer investiert in einem hochverschuldeten Land? Das muss man sich sehr genau überlegen. Gleichzeitig würde ich sagen, in Deutschland sollte der Fokus kurzfristig nicht auf der Schuldenreduzierung liegen, sondern auf der Förderung von Wachstum. Wir brauchen das Commitment zu solider Finanzpolitik, das ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung, damit auch die Zinsen niedrig bleiben. Aber wir sollten jetzt nicht in den Vordergrund stellen, im nächsten Jahr zur Schuldenbremse zurückzukehren. So allein werden wir die Zukunft nicht gewinnen, sondern wir brauchen gute Bedingungen für private Investitionen und eine breite Überzeugung, dass wir wachsen werden und erfolgreich werden, denn nur dann werden auch Unternehmen, Unternehmer sich engagieren. Also insofern, glaube ich, sollte man die Angst vor den Schulden jetzt nicht zum Kernpunkt der wirtschaftspolitischen Debatte machen, sondern wer stark ist, kann auch Schulden bedienen. Also wir müssen wachsen. Langfristigkeit ist vielleicht ein gutes Stichwort, Herr Nassei. Sie haben sich ja mit Protest Bewegungen, Widerstand, der sich formiert in der Gesellschaft, beschäftigt. Solche Dinge wie kurzfristige, von außen oktroyierte Verhaltensregeln sind ja wahrscheinlich nicht etwas, was für große Zustimmung sorgt und vielleicht solche Proteste auch triggert. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was zu den Mechanismen sagen, die wir vielleicht vermeiden sollten jetzt in dem Moment, wo wir neu starten wollen, damit eben keine Widerstände in der Gesellschaft so einen Wachstumspfad behindern? Also zunächst muss ich sagen, gegen Protest ist ja nichts einzuwenden. Das ist ein demokratisches Recht und davon leben tatsächlich offene und liberale Gesellschaften. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ob Protest der Ausdruck eigentlich einer Insuffizienz des politischen Systems ist. Man kann das auf so eine Formel bringen, zu sagen, dass Protest, und zwar Protest der nicht in inhaltlicher nur ist, sondern der sehr stark auf Bilder drängt, der außerhalb der Parlamente und der Verfahren stattfindet, eigentlich ein Ergebnis dessen ist, dass man sich das, was man so die Gewaltenteilung und den zivilisierten Konflikt innerhalb der Institutionen der Gesellschaft, also in Parlamenten, im Rechtssystem, übrigens auch in der Öffentlichkeit, in dem wir ja vom Streit durchaus auch profitieren, vom Meinungsstreit und vom Wettstreit profitieren, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass dort eigentlich diese Differenzen nicht ausgetragen werden. Wir konnten das eigentlich international sehr gut beobachten, dass starke Protestbewegungen immer dann entstehen, wenn man eigentlich der Opposition vorwerfen muss, dass sie ihr Geschäft nicht gemacht hat. Und es ist jetzt völlig unabhängig von der politischen Seite oder Richtung, von der her man das formuliert, wenn man das Gefühl hat, dass die Verfahren selber damit illegitim werden. Ich würde damit jetzt nicht behaupten, dass wenn mehr Protest da ist, sind die Verfahren illegitim. Aber wenn wir mehrfach ja darüber gesprochen haben, dass Innovation, Veränderung nur möglich ist, wenn die Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass sich damit etwas auch für sie positiv verändert, dann kann man sagen, dann ist auch ein demokratischer Meinungsbildungsprozess sehr stark abhängig davon, dass es unterschiedliche Angebote gibt. Und das ist doch etwas, was wir eigentlich in vielen demokratischen Ländern der Welt in der letzten Zeit in zweifacher Weise verfehlt haben. Entweder Totalpolarisierung, wie in den USA, oder so etwas wie ein Absterben eigentlich bekannter Konfliktlinien, wie wir das in Zentraleuropa ja durchaus beobachten können. Also es geht nicht darum zu sagen, dass alle in die gleiche Richtung gehen, aber ein gutes Argument muss sich durchsetzen gegen ein oppositionelles Argument, sonst kann man es gar nicht als ein positives Argument verstehen. Und dann entsteht ein Protest, der tatsächlich dann auch
keine positiven, sondern negative Auswirkungen hat. Wir haben es ja während der Pandemie tatsächlich gesehen. Es ist hochinteressant zu sehen, dass man ja kaum etwas gegen die Pandemie protestieren konnte. Das Virus war auch vergleichsweise unbeeindruckt von den Protestbewegungen. Aber dass eigentlich die Zielrichtung des Protestes war, dass die Verfahren, mit denen diese Dinge gemacht werden, grundsätzlich illegitim sind. Und das zersetzt natürlich Innovationsbereitschaft und Innovationsmöglichkeiten und dann auch die Möglichkeit, sozusagen über eine öffentliche Deliberation zu besseren Lösungen zu kommen. Was wir hier wirtschaftspolitisch diskutieren, da bin ich kein Experte, aber man kennt natürlich die unterschiedlichen Ansätze, die es gibt. Und die sind natürlich nur durchsetzbar, wenn sie sich im Licht von Alternativen tatsächlich als die bessere Lösung herausstellen können. Und das ist, glaube ich, die Formel, mit der man umgehen muss, gewissermaßen diesen Protest umzuleiten in die Überzeugung, dass zum Beispiel Wachstum, vielleicht qualifiziertes Wachstum, übrigens auch Wachstum in Bildung, das ist ja der zweite Punkt gewesen, der sehr stark gemacht wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern, also in Bildung, die nicht einfach nur Bildung an der Spitze heißt, sondern im Sinne des Inklusiven, Herr Fuß, bedeutet, dass man also in der Gesellschaft die Leute tatsächlich befähigen muss, von den Strukturen, die man in der Gesellschaft herstellt, profitieren zu können. Und dann kann man sozusagen in einer offenen, liberalen Gesellschaft auch deliberativ um die Dinge streiten und muss sie nicht umleiten in Protest. Das Problem von Protest ist ja, dass das kein soziologisches oder ökonomisches Hauptseminar ist, sondern dass man dort meistens vergleichsweise einfache Lösungen vorschlägt, die nicht umsetzbar sind. Das Schlimmste, was man Protestierenden gegenüber machen kann, ist, deren Forderungen eins zu eins umzusetzen. Dann wäre der Protest sozusagen weg. Die Dinge sind eher komplexer, als man es glaubt und als man es weiß. Und ich glaube, das ist auch eine Bedeutung von uns als Wissenschaftler. Aber ich glaube auch, dass das für Wirtschaftsführer sehr wichtig ist, darüber nachzudenken, die Dinge, die Komplexitäten plausibel zu machen und nicht zu stark zu reduzieren, sondern zu sehen, dass es dieses Entweder-Oder meistens nicht gibt. Ne? Und also die Protestschiene ist eigentlich so eine Art Lackmustest dafür, ob die Verfahren funktionieren oder nicht. Und da sind wir in Deutschland, das muss man jetzt auch nochmal sagen, wiederum in einer Situation, in der die Dinge trotz allen Protestes, auch trotz allen etwas überschießenden Protestes, was wir ja in der letzten Zeit gesehen haben, wir immer noch einigermaßen in der Lage sind, innerhalb des politischen Systems für und wider zu diskutieren. Aber da ist durchaus Luft nach oben, um es vorsichtig zu sagen. Proteste haben sich ja in der Pandemie, also zwangsläufig praktisch auch im Virtuellen abgespielt, die für solche Auseinandersetzungen ja eine gute Plattform bieten und auch Leuten Möglichkeit geben, teilzunehmen, die sonst vielleicht keine Möglichkeit gehabt hätten. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung ja eigentlich auch die Wachstumsquelle, wenn man die Industrie fragt, wo künftiges Wachstum herkommt, fällt sehr oft das Stichwort Digitalisierung. Welche Entwicklungen wird denn Digitalisierung jetzt speziell, Herr Zipse, für die Wertschöpfung Ihres Unternehmens bringen? Digitalisierung bei uns in der Automobilindustrie ist ja Teil dieser Industrie heute schon. Das ist gar nicht nur ein Transformationsobjekt, sondern das ist heute Stand der Technik. Lassen Sie mir ein Beispiel nennen. Vor 10 Jahren hat die Bundesregierung das Thema Industrie 4.0. zum Thema gemacht. Und da ging es ja um die Digitalisierung der Fabriken. Deutschland ist heute Weltmarktführer bei Industrie 4.0, weil alle sich da dran gehängt haben. Und es gibt heute nahezu keine Fabrik in Deutschland mehr, die nicht fast oder sogar komplett durchdigitalisiert ist. Das heißt, es ist Mittel zum Zweck zur Produktivitätssteigerung. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt, die Produkte noch stärker zu digitalisieren. Und allein BMW beschäftigt ja fast 10.000 IT-Ingenieure. Wenn ich das rauslösen würde, wäre das eine der größten IT-Unternehmen in der Republik. Und ich glaube, die vielfältigen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, die sollten wir beherzt angehen. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Verankerung der Digitalisierung in der Bildung. Das beginnt in der Schulbildung, in der studentischen Ausbildung. Und ich glaube, da sollten wir deutlich mehr investieren. Weil das ist natürlich die Grundlage der Transformation, die dann nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der ganzen Gesellschaft passiert. Auf der Industrieseite mache ich mir nicht so große Gedanken. Wo ich mir Gedanken mache, ist natürlich im gesamten Consumer-Bereich. Weil dort ist inzwischen die Welt fest in Händen von Hyperscalern, von großen Tech-Companies. Das ist in der Industrie anders, da ist es nicht ganz so ausgeprägt. Da sollten wir uns
in einem Pakt aus Industrie und der freien Wirtschaft Gedanken machen, was wir dagegen halten können. Was wir als ersten Schritt getan haben, wir haben im Rahmen von Gaia X ein Industriekonsortium gebildet, das nennt sich Catena X. Da geht es um die digitale Vernetzung von Firmen. Also nicht von Objekten wie bei Internet of Things, sondern um kompletten Firmen, um Lieferketten transparent zu machen. Und das brauchen Sie für vielfältige Zwecke. Das brauchen Sie für die Lieferkettennachverfolgung. Das brauchen Sie, um CO2-Footprints nachweisen zu können. Das brauchen Sie in Krisensituationen, wo Lieferketten plötzlich unterbrochen werden. Das brauchen Sie zur Produktivitätssteigerung. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Fokus drauf jetzt, nicht nur auf den klassischen Konsumgüterbereich zu schauen, Stichwort Amazon, sondern auf den Industriebereich zu schauen. Und da haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen, weil wir in Europa eine Datenschutzgrundverordnung haben, die eine Menge Vertrauen schafft, Daten auszutauschen. Und ich glaube, da sollten wir Gas geben, weil wir da haben wir eine sehr gute Chance, im Weltmarkt ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Um das nochmal abzuschließen, Digitalisierung ist längst angekommen. Das ist nicht, wo wir uns hinbewegen müssen. Jetzt geht es um die Nutzung der Digitalisierung, um Produktivität zu erhöhen, um Wachstum zu erzeugen und natürlich auch, um am Schluss eine Gesellschaft in Summe weiterzubringen. Ja. Wie schaut es denn bei der Gesellschaft aus, Herr Nassi? Sie haben sich damit beschäftigt. Sind die bereit, genauso bereit wie Herr Zipse, um die Digitalisierung anzugehen? Und gibt es da nicht vielleicht große Unterschiede? Ja, es gibt sehr große Unterschiede. Also ich würde sogar die Diagnose wagen zu sagen, dass die Kulturbedeutung von Digitalisierung bei uns noch gar nicht so richtig angekommen ist. Also ist Herr Zipse, Ihr Beispiel der Vernetzung von Unternehmen setzt ja technisch, aber auch intellektuell eine ganze Menge voraus. Also es setzt einerseits voraus die Kompatibilität von Datenformen, das setzt voraus die Bedeutung des Austausches, das setzt voraus einen Sinn für Mustererkennung, dass das stattfindet und so weiter. Es setzt übrigens auch voraus bestimmte Formen von Steuerungskompetenzen. Und das ist in vielen Bereichen der Gesellschaft als eine Grundlage für Wertschöpfung zum Teil noch gar nicht angekommen. Wenn man sich die Digitalisierungsfrage in der öffentlichen Verwaltung anguckt, dann scheitern die Dinge schon an der Kompatibilität von Software und von Datensätzen. Also ich habe letztens eine Grafik gesehen, hätte ich eigentlich mitbringen können, was für unterschiedliche Systeme allein in der Bundesverwaltung im Kontakt zu den Landes- und Kommunalverwaltungen da sind, die schon technisch nicht miteinander kompatibel sind. Da kann man sagen, okay, da muss man Infrastrukturen bauen. Aber die Infrastrukturen gibt es ja deshalb nicht, weil eigentlich die Kulturbedeutung, ich will das wirklich als Soziologe sagen, die Kulturbedeutung des Digitalen eigentlich noch nicht so richtig begriffen ist. Wenn man von Wachstum redet, wie gesagt, ich bin kein Ökonom, ich muss das immer wieder wiederholen, dass es nicht so aussieht, als wäre das wirklich vollkommen durchdacht. Aber Herr Fust, wenn man tatsächlich auf diese Wachstumsfrage hingeht, da muss man sagen, die meisten Wertschöpfungsfragen werden heute über die Mustererkennung in bestehenden oder entstehenden Datensätzen produziert, mit denen man dann etwas tun kann, was vorher intentional nicht da war. Das letzte Mal hat es das vor 500 Jahren im Buchdruck gegeben, dass man Dinge lesen konnte, die der Autor nicht geschrieben hat. Also dass es sozusagen eine Verwertungskette von Sinn gab, die vorher gar nicht da war. Und das ist das, was jetzt stattfindet. Und deshalb lässt sich eigentlich Digitales und Nicht-Digitales gar nicht mehr voneinander trennen. Die Automobilindustrie ist dafür ein wunderbares Beispiel. BMW hat mal damit geworben, das ist ganz lange her, wenn man einen BMW 7er anmacht, werden mehr Daten verarbeitet, als man für die Mondlandung brauchte. Das ist natürlich nur ein Hinweis darauf, dass die Software komplizierter geworden ist. Auf den Mond können die Dinger nicht fliegen. Aber ich will damit sozusagen nur sagen, dass es eben kein Quantitätsproblem ist, sondern ein Qualitätsproblem. Und wenn man darüber nachdenkt, wird man eine ganze Menge hinkriegen. Das wirkt sich übrigens auch auf die Wissenschaft aus. Also ich glaube auch, dass wir Digitalisierung als Querthema von Wissenschaft brauchen zwischen den Disziplinen. Wir diskutieren Interdisziplinarität immer noch, als wäre das Problem, ob Herr Fust und ich und wie Sie uns mal miteinander treffen können in Schwabing oder so, sondern das ist inzwischen die Frage, wie wir eigentlich an den gleichen Datensätzen mit unterschiedlichen Fragestellungen umgehen und sozusagen wieder an diesen Schnittstellen entsprechend arbeiten. Da ist noch eine ganze Menge, ich würde sagen, an Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu tun. Und das ist wiederum ein Zeitfenster, in dem man das machen kann. Viele Menschen haben jetzt im Alltag mit Techniken und Technologien zu tun gehabt, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie digitalisiert sind. Also es ist ja nicht so, dass man Digitalisierung verwendet, indem man sagt, jetzt benutze ich mal Digitalisierung, sondern der Alltag
ist voll von Mustererkennungsformen, die so analog aussehen, als hätte man sie in Holz geschnitzt. Und das ist ja die Kunst sozusagen im Konsumbereich, die Dinge entsprechend zu implementieren. Wenn man BMW fährt, denkt man immer noch, man verbrennt vor allem Benzin oder Diesel. Es ist ja was ganz anderes, was man entsprechend macht. Und dafür einen Sinn zu schaffen, ich glaube, das könnte ein starker Treiber für Innovation und wahrscheinlich auch für Wachstumsfragen sein. Frau Flach, die Digitalisierung gilt auch im globalen Welthandel als eine der Möglichkeiten, Wachstum zu erzeugen. Wie funktioniert das denn genau? Ja, da können wir zum Beispiel die Perspektive des Dienstleistungshandels nehmen, ne? Und in erster Linie wird der Dienstleistungshandel gewaltig voranschreiten, ne? Also der Dienstleistungshandel hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht und dieser Trend wird sich auch aufgrund von Corona noch beschleunigen, hätte ich gesagt. Und das ist auch dank der Digitalisierung, ne? Weil dank der Digitalisierung können heute viele Dienstleistungen gehandelt werden, die früher als nicht handelbar galten. Ne? Also nehmen wir das Beispiel von Softwareentwicklung. Wir haben vorher von Softwareentwicklung gesprochen. Also wir können einen Softwareentwickler im Ausland beauftragen oder wir können in Deutschland eine Software entwickeln und diese Software dann exportieren. Also viele Dienstleistungen, die früher Face-to-Face-Kommunikation verlangten, können heute exportiert werden. Und Deutschland als Industrienation kann auch sehr stark davon profitieren, und zwar wegen dieser starken Synergien zwischen Güter und Dienstleistungen. Also nehmen wir das Beispiel von einem Auto. Also ein Auto enthält sehr viele Dienstleistungsanteile. Also Software spielt eine zunehmende Rolle, oder Ingenieurleistung oder Design. Ne? Also da sind ja viele Dienstleistungsanteile in einem Gut, dass es auch zunehmend schwer ist zu unterscheiden, was unterscheidet ein Gut von einer Dienstleistung. Und von diesen Synergien kann Deutschland auch sehr, sehr stark profitieren. Ja? Und das ist auch dank der Digitalisierung. Und auch nochmals also zum dem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Wachstum im Bereich Außenhandel. Also die Digitalisierung und der technologische Wandel senkt auch die Handelskosten, also die Transaktionskosten. Und da können vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland sehr stark davon profitieren, weil diese Kosten sind sehr häufig mit Fixkosten verbunden, die auch den Marktzugang für die KMUs erschweren. Das heißt, also auch KMUs in Deutschland können sehr stark von der Digitalisierung profitieren. Könnte die Digitalisierung auch dazu führen, dass die Lieferketten insgesamt etwas widerstandsfähiger sind? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt im Vergleich zum Güterhandel bei geschlossenen Grenzen zum Beispiel die digitalisierten Güter, die nicht materiellen Güter, weniger betroffen sind. Teilweise. Ne? Also wenn man von diesen Synergien spricht, dann ist es wieder eine Dienstleistung, ein Input, ja, für ein Finalgut. Aber ja, das könnte auch die Lieferketten, das kann auch die Lieferkette robuster machen. Herr Brust, welche Anstrengungen sollten wir denn im Bildungsbereich unternehmen, um die Digitalisierung für künftiges Wachstum besser nutzen zu können? Es ist sicher in der Pandemie deutlich geworden, dass wir Defizite haben an den Schulen, vielleicht weniger an den Universitäten, aber auch da, auch in der beruflichen Ausbildung. Und ich glaube, wenn es eine positive Wirkung gibt dieser Krise, dann eben die, Herr Nassé hat es angesprochen, man lernt hier was und vielleicht bewegt sich jetzt etwas. Aber ich glaube, dass die Learnings in diesem Bereich, wie man sagt, auch weit über die Schulen hinausgehen. Wenn man zurückdenkt an die letzten 18 Monate und sich fragt, was haben wir da erlebt, dann war es jedenfalls aus meiner Perspektive so, dass sehr deutlich geworden ist, dass wir Möglichkeiten, die wir haben, also nicht, da geht es nicht darum, neue Technologien und so weiter zu entwickeln, sondern Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, haben wir nicht genutzt. Ich habe so oft in den letzten Monaten um Tische herumgesessen, in denen man sich gefragt hat, wie ist denn die Wirtschaftslage eigentlich? Wie stabil sind unsere Unternehmen noch? Ist genug Eigenkapital da? Wie hoch ist die Produktion?
der Industrie im Moment. Und wir wussten es nicht. Das heißt, es ist, liegt wirklich ein tiefes Problem in unserem Land darin und auch natürlich in anderen Ländern, aber Deutschland ist da nicht besonders gut, dass wir Möglichkeiten, die wir haben, Daten, Informationen, die im Prinzip da sind, konsequent nicht nutzen. Und ich denke auch, Sie haben es gesagt, Herr Nassei, das Problem ist im liegt im Denken. Ich habe nicht den Eindruck, dass erkannt ist, dass die Dringlichkeit der besseren Nutzung von Daten vielleicht der wichtigste Faktor ist, was künftiges Wachstum angeht. In der öffentlichen Verwaltung haben wir viele Daten, die nicht bereitgestellt werden, nicht genutzt werden. Wir sehen in der Wirtschaftsforschung, auch in unserem eigenen Geschäft hier am IFO, dass zunehmend das Verstehen der Wirtschaft zu tun hat mit dem Zugang zu neuen Datensätzen. Unser vielleicht wichtigstes strategisches Projekt besteht darin, Big Data zu nutzen, das heißt Unternehmensdaten, Daten aus der öffentlichen Verwaltung, aber auch Unternehmensdaten zu nutzen. Wir haben eine Kooperation und Projekte mit einer Reihe von Firmen, N26, Immowelt, Deutsche Telekom und so weiter, in denen wir Daten nutzen, zum Beispiel Bewegungsdaten aus Mobiltelefonen. In der Tat hilft da, Sie haben es gesagt, Herr Zipse, der Datenschutz, weil das Vertrauen dafür schafft, dass man Daten nutzbar machen kann. Aber die Potenziale, die in diesen neuen Formen der Zusammenarbeit liegen, auch übrigens über Disziplinen hinweg in der Tat, mit der Informatik, mit der Soziologie, mit übrigens auch Sprachwissenschaftler, die Daten, die Sprachdaten analysieren, die Potenziale sind groß, aber sie müssen auch gehoben werden. Und meine Sorge ist, dass jetzt, wenn sozusagen die Krise vorüber ist, alle so sich zurücklehnen und sagen, mein Gott, jetzt sind wir aber erschöpft, ne? Jetzt war das alles anstrengend und jetzt machen wir es, kann man sich ja dann auch erstmal wieder leisten, ne? Jetzt machen wir so weiter wie vorher. Das ist eine große Gefahr. Ich glaube, wir haben so ein bisschen einen Einblick erhalten in die ungeheuren Möglichkeiten, die wir haben durch Digitalisierung. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen eigentlich nichts neu erfinden. Wir müssen nur das nutzen, was wir heute schon tun können. Aber wir müssen es auch tun. Wir müssen uns da bewegen. Und das ist ja auch ein bisschen unbequem, wenn man was Neues macht, aber das ist unbedingt notwendig. Ich muss sagen, ich sehe auch mit Sorge, dass andere Länder, nicht nur die USA, sich sehr schnell bewegen in diesem Bereich. Und wir werden so schnell abgehängt, so schnell hat man noch gar nicht darüber nachgedacht, wie schön es ist, dass die Krise wieder vorbei ist. Also wir müssen uns wirklich ranhalten und uns bewegen in der Wissenschaft, in der Industrie, durch den hohen Wettbewerbsdruck passiert schon viel. Aber bei uns muss die Politik und muss die Wissenschaft mitgehen. Sie wollten noch was ergänzen. Wenn ich darf, gerne. Ja. Also ich glaube, bei Digitalisierung, das ist ja nie ein Selbstzweck. Ja, Sie müssen immer fragen, wieso mache ich das? Und die Möglichkeiten sind ja fast explodiert, was ich damit tun kann. Ob das Mustererkennung für Qualitätssicherung ist, also das ist die Frage, wie sichere ich Qualität ab. Ob das Mustererkennung von Datensätzen gehen zur Entscheidungsvorbereitung ist. Ob das schlichtweg ein Produktivitätskriterium ist. Ja? Und wieso muss man sich bei einem Arzt ein Rezept geben lassen und dann zur Apotheke tragen? Ja? Das kann man alles digitalisieren, das ist überhaupt kein technisches Problem. Und das ist so ein Awareness-Thema. Wieso akzeptiert die Gesellschaft, dass wir ein Rezept als Papier haben? Wieso ist das so? Weil alle akzeptieren das und fahren dann mit dem Auto von A nach B, um das da hinzubringen. Das ist fast schon absurd, so ein Prozess, weil es technisch überhaupt kein Problem mehr ist, das alles zu digitalisieren. Und ich glaube, da ist ein Awareness-Thema und dann natürlich auch ein Aufwachthema. Bei der Krise haben sich alle sehr schnell daran gewöhnt, über Zoom zu kommunizieren. Warum? Weil sie eben persönliche Vermeidung generieren wollten. Sofort war das ein Awareness-Thema und alle haben es gekonnt. Ne? Innerhalb von einem halben Jahr hat sich die ganze Nation daran gewöhnt und weiß, wie man das bedient und da gibt es große Experten da drin. Und diese Awareness, erstens, dass es technisch möglich ist und dass einfach bestimmte Dinge unsinnig sind, sie nicht digitalisiert zu tun, und diese Grundangst, meine Daten werden geklaut, die sind mit der Datenschutzgrundverordnung, das ist einfach die Grundangst müssen wir verlieren. Und ich glaube, da können wir genauso einen schnellen Sprung machen. Ich glaube, das Kapital ist da, es muss nur zugeordnet werden. Und die Bereitschaft zur Kooperation muss da sein. Wenn wir erleben, alles in Deutschland funktioniert ja in Säulen, Ministerien funktionieren in Säulen, wir haben ein föderales System, das ist kein technisches Problem, das ist ein Kooperationsproblem und dann sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Ich
muss einander vertrauen, weil Digitalisierung läuft immer horizontal durch alle Instanzen durch. Und ich glaube, da brauchen wir einen Schub der Awareness. Und ich kann nur bestätigen, was Professor Fuß sagt. Insbesondere China, da ist eine derart hohe Geschwindigkeit unterwegs. Das sehen wir nicht, weil wir nicht mehr dahin reisen momentan. Die ist schier unglaublich und da müssen wir uns wirklich anstrengen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Noch ein anderes Thema aufgreifen, was ja auch in unserer kleinen Befragung am Anfang aufgetaucht ist, was jetzt im Wahlkampf wieder enorm an Fahrt gewonnen hat. Wir sprechen viel über Benzinpreise. Sie hatten es auch schon kurz angedeutet, Klimaschutzgesetz, es gibt den Green Deal. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist, glaube ich, während der Krise ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber kommt jetzt wieder mit voller Wucht. Vielleicht können wir darüber noch ein paar Worte verlieren. Auch dazu haben wir wieder eine kleine Zuschauerfrage vorbereitet. Die Frage wäre, welche Aussage in Bezug auf den Klimawandel trifft aus Ihrer Sicht Sie zu Hause an den Bildschirmen am ehesten zu? Antwort A wäre, die deutsche Politik sollte die Energiewende im Heimatmarkt vorantreiben und so schnell wie möglich das Ziel der Klimaneutralität umsetzen, also im Sinne von Leuchtturmbeispiel. Die Antwort B wäre, die Industrie, die ja global aufgestellt ist, soll sich unabhängig von Regulierung selbst sehr ehrgeizige Ziele setzen und zum Treiber des Wandels werden. C wäre die europäische Perspektive. Der Green Deal auf europäischer Ebene wird den entscheidenden Impuls geben, um Klimaneutralität zu erreichen. Und die Antwort D würde heißen, die globale Klimaerwärmung geht weiter. CO2-Reduktionen werden auf Europa und die USA begrenzt sein, weil die eben sich committen, bei dieser Initiative mitzumachen. Ich würde Sie bitten, sich wieder rege zu beteiligen. Jetzt können Sie aufs Knöpfchen drücken und wir nehmen einfach die Ergebnisse dann wieder in unsere Diskussion auf. Vielleicht kann ich ganz kurz noch eine Zuschauerfrage einfügen. Da geht es schon sehr konkret um den CO2-Preis, der notwendig sein wird, um Wachstum zu fördern. Herr Fuß, kann man den überhaupt so benennen? Der CO2-Preis, der notwendig wäre, um Wachstum zu fördern. Und um die Reduktionsziele zu erreichen, das sind eigentlich zwei unterschiedliche. Ja, ich glaube, um Wachstum zu fördern, ist es eher wichtig, dass man klare Rahmenbedingungen hat, damit Investoren sich auch darauf verlassen können, wie soll ich denn nun investieren und was ist, was funktioniert. Für Wachstum müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wer diesen CO2-Preis setzt. Wenn wir das nur in Europa machen, dann muss man sich Gedanken machen, ja, führt es dann dazu, dass die sozusagen CO2-intensive Industrie abwandert und wir fürs Klima nichts erreicht haben, aber Europa deindustrialisieren. Das müssen wir verhindern, das ist im Prinzip auch erkannt. Aber das sind, glaube ich, diese Fragen. Wir müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir mit dem CO2-Preis hoch. Das ist keine Frage. Fürs Wachstum, glaube ich, müssen wir aber aufpassen, dass wir innerhalb des Rahmens, den wir da schaffen, Raum für Innovation und marktwirtschaftliche Prozesse lassen, damit der Klimawandel nicht teurer wird, als es bislang ist. Also das jetzt noch zu kombinieren mit einer Flut von Geh- und Verboten und so unsinnigen Ideen, zum Beispiel wie auf jedem vorzuschreiben, dass jedes Dach ein Solardach ist, das wird dann schwierig fürs Wachstum, einfach weil es eben bessere Standorte für Solardächer gibt und schlechtere. Und der CO2-Preis wird dafür sorgen, dass dort Solardächer sind, wo auch die Sonne scheint. Das hat einfach den Vorteil, dass dann auch Strom produziert wird. Und es gibt eben Dächer, die Häuser, die stehen im Schatten und da klappt das nicht wirklich. Und das Tolle am CO2-Preis ist, dass die Solarzellen dann auf dem Haus landen, wo die Sonne scheint. Genau, also für unseren Zuschauer keine konkrete Antwort, aber zumindest eine Eingrenzung der Antwort. Inzwischen haben wir auch das Ergebnis unserer kleinen Befragung. Also die Zuschauer sind ein bisschen pessimistisch, wenn ich das richtig interpretiere. Sie vermuten, also die Mehrheit vermutet, dass vor allem in Europa und den USA die Emissionen reduziert werden und dass der Rest weitermacht wie bisher, wenn ich das richtig verstehe. Allerdings, Herr Zipse, trauen Sie der Industrie auch zu, dass sie durch Eigeninitiative und Verhalten, das sozusagen über die Regulierung hinausgeht, Maßgebliches erreichen kann? Oh, jetzt kann ich die anderen Ergebnisse gar nicht vorlesen, macht nichts. Trotz der Krise, Sie haben vorhin auch schon so ein bisschen den Kopf geschüttelt, habe ich gesehen, als ich gesagt habe, während der Krise sei das etwas in den Hintergrund getreten, bei BMW offenbar nicht.
Man hat den Eindruck, dass die Industrie, die Automobilindustrie, das Thema enorm vorantreibt im Moment. Hat der externe Schock, sage ich mal, der Krise da Positives bewirkt? Wenn ich das mal so ausdrücken darf, die Industrie ist ja immer ein Spiegelbild einer Gesellschaft. Das ist ja nichts, was daneben irgendwie existiert, sondern ist ja immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich darf momentan Präsident des Europäischen Automobilverbandes sein und es war nicht schwierig, alle Hersteller, und zwar einstimmig davon zu überzeugen, dass wir jetzt eine CO2-Ziele-Verschärfung unterstützen. Und die kommt von uns. In das aktuelle Gesetzgebungsverfahren gehen wir jetzt rein und sagen, wir lassen es nicht bei 37,5% zwischen 2021 und 2030, sondern wir sagen, wir akzeptieren und wir sind bereit, wesentlich höhere Zielsetzungen zu akzeptieren. Was dann da rauskommt, ob es dann 50% sind und so weiter, spielt keine Rolle. Und es geht ja weit über das hinaus, was mit dem 55%, die jetzt dort avisiert werden, gefordert wird, denn die haben den Bezugspunkt 1990. Ja, das ist ein ganz anderer Bezugspunkt. Also sehr, sehr progressiv, sehr, sehr anspruchsvoll, aber wir drängen auf Konditionalität. Was heißt das? Wir wollen einen Deal. Wir wollen sagen, wir akzeptieren das, wenn die infrastrukturellen Rahmenbedingungen gleichzeitig auf Augenhöhe mitgefordert werden. Ja, und jeder weiß, Elektromobilität wird hier eine ganz große Rolle spielen, um diese 50% zu erreichen. Das geht aber nur mit einer Ladeinfrastruktur, die nicht automatisch entstehen wird, gerade in den süd- und osteuropäischen Ländern. Sie sehen heute schon, in der Infrastruktur geht ein Graben durch Europa durch, wo das sehr stark sich entwickelt. Je weiter Sie in den Westen gehen, je weiter Sie in den Norden gehen, da läuft das sehr gut. Beispiel Norwegen, auch Deutschland übrigens ist nicht so schlecht, wie wir uns manchmal selber darstellen. Aber in Süd- und Osteuropa hat das noch nicht mal begonnen. Und das ist ein European Deal. Und wir glauben, das sind ja nur noch 9 Jahre, 8,5 Jahre bis 2030. Das ist ja um die Ecke. Und ich glaube, wir müssen diese Dealartigkeit mehr verstehen. Regulation, ja. Auch eine Zielsetzung, ja. Das ist das Was. Aber wie das gemacht wird, da glaube ich, dürfen wir stärker auf die Kräfte der Industrie setzen. Das ist zum Beispiel nicht nur Elektromobilität ist, sondern allen Antriebsformen im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung auch einen Beitrag leisten können. Und da glaube ich, ist auch wieder so eine Vertrauensfrage. Ich glaube, dass wir das können. Ich würde aber nicht zu schnell, Beispiel Solardächer, auf eine technische Lösung gehen, die preskriptiv ist, sondern es kann sein, dass in Sizilien die Lösung anders aussieht als in England und in Norwegen wie anders. Und der Effekt in Summe wird dann dadurch maximiert. Und daher nochmal meine Forderung, auf eine Dealartigkeit zu setzen, die eine Zielsetzung, die notwendig ist, die wir auch selber vorantreiben und aber mit den infrastrukturellen Haussätzen engstens verzahnt wird. Ja. Und da sind wir noch nicht, müssen wir ehrlich sagen. Hm. Ja. Wenn wir jetzt sozusagen auf die präferierte Alternative gucken in der Umfrage, dann scheint der Pessimismus ja eher zu überwiegen, dass das sozusagen global umgesetzt werden kann. Frau Flach, welche Auswirkungen hat das denn auf die globalen Lieferketten, wenn das in einigen Regionen sehr strikt verfolgt wird, andere aber nicht so stark mitmachen? Was bedeutet das? Ja, gute Frage. Also es ist also Nachhaltigkeit, also es wird schon zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das ist ja klar. Und Unternehmen, also das bedeutet auch für Unternehmen, dass sie sich auch zunehmend mit Themen wie Supply Chain Management, Risikomanagement auch beschäftigen müssen. Ne? Weil es ist auch, also die müssen dann auch quasi die Gesamtlieferkette dann auch nachverfolgen können. Ungleichgewichte, wenn das so unterschiedlich in den Regionen verfolgt wird oder Verschiebungen, sagen wir mal? Klar, es ist die Frage, was man im Rahmen der EU, im Rahmen der WTO dann regeln kann. Ja, ne? Ausweichmechanismen wäre vielleicht der richtige Begriff. Ja, aber wie gesagt, also dann ist es die Frage, was kann man dann innerhalb der EU oder was sollte man im Rahmen der Welthandelsorganisation dann auch regeln. Ja. Okay.
Herr Nassehi, Nachhaltigkeit und Klimawandel sind ja wieder so etwas abstrakte Themen sozusagen, die teilweise sehr stark von der Gesellschaft aufgenommen worden sind, teilweise eben auch nicht. Wird es denn möglich sein, wenn wir gerade eher eine nicht so starke Awareness dafür haben, das hatten wir ja bei der Digitalisierung auch schon diskutiert, dass sozusagen, naja, ich möchte fast sagen, top-down so ein bisschen stärker in die Debatte zu bringen, weil letztlich ja wünschenswert ist, dass wir alle mitmachen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Awareness. Awareness ist nicht immer die Lösung, sondern manchmal auch das Problem. Also wenn wir uns mal angucken, wann wir unser Verhalten ändern, dann eigentlich immer dann, wenn es konsumähnlich ist. Also ich glaube schon lange nicht mehr an die Einsicht in die Notwendigkeit. Das ist ja auch so eine milieubedingte Merkwürdigkeit, die wir so im Kopf haben. Wenn wir schlauen Leute es der Bevölkerung nur sagen, wie es richtig ist, dann werden sie das schon tun. Ja, also da muss man mit Medizinern sprechen. Ein guter Mediziner oder Medizinerin ist noch kein guter Arzt oder Ärztin. Ja, die müssen das sozusagen in eine Form an die Leute bringen, in der es auch funktioniert. Und wir ändern unser Verhalten vor allem durch Konsumverhalten. Also Konsumverhalten bedeutet nicht, dass wir mehr kaufen oder weniger kaufen, sondern Konsum ist ja eine Form sozusagen, das Verhalten in einen Kontext zu setzen, der mit der Sache selber nicht nur etwas zu tun hat. Ja, also ich fahre ein bestimmtes Automobil, ich übrigens die Konkurrenz, Herr Zipse, also die aus dem Schwabenland, also ich fahre ein Automobil nicht nur deswegen, weil es irgendwie technisch toll ist und weil man dies da beschreiben kann und weil der so und so Ausstoß so ist und so, sondern es ist eine Form von Plausibilität, die bei uns eine höhere Kulturbedeutung hat als die Frage der Umsetzung von normativen und technischen Zielen, an denen wir uns beteiligen sollen. Und vielleicht muss man das wirklich zur Kenntnis nehmen. Das wäre das zweite Thema eines starken Kulturwandels. Also neben der Digitalisierung ist das tatsächlich auch eine Frage, ob wir kulturell verstehen, dass wir das Verhalten nur dann ändern, wenn die Menschen sozusagen so prämiert werden, wie sie sonst auch prämiert werden in dieser Gesellschaft. Und das ist unglaublich stark an Konsum gebunden. Und ich meine mit Konsum vielleicht was anderes als das rein ökonomische, ja, sondern ich meine damit die Kulturbedeutung von Konsum. Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Produkte, die eigentlich gleich sind, die dadurch eben nicht mehr gleich sind? Das kommt ja nicht von ungefähr. Also wenn man funktionalistisch denkt, würde man ja sagen, das muss ja irgendein Problem lösen. Sonst würde es das nicht geben, sonst könnte man eine zentral geplante Wirtschaft haben. Selbst ein zentral geplantes autoritäres Land wie China setzt vor allem zur Befriedung der Massen, sagte man wahrscheinlich auf maoistisch, auf Konsum. Ja, also auf Konsum im sozusagen im Sinne einer Form, die eine Lebensform ermöglicht. Und das ist ein riskantes Argument, weil es so aussieht, als würde man die Menschen nicht ernst nehmen. Aber vielleicht muss man sie ernster nehmen, als wir das bisher getan haben, zu sehen, dass sich diese Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation, wie soll man sagen, lohnen ist der falsche Ausdruck. Sie müssen sich bewähren. Und das ist eine neue Gestaltungsaufgabe. Herr Zipse, Sie haben das vorhin formuliert, dass man sozusagen einen Deal machen muss. Ja, auch Deals. Das ist jetzt irgendwie verbrannt, das Wort, weil der große Dealer ja jetzt nicht mehr da ist. Aber sozusagen die spannende Frage ist ja, dass das eine andere Art von Regulierung ist, als wir das klassischerweise als Regulierungsform des Staates, der Gesellschaft gegenüber kennen. Auch das ist eine Form, bei der sich sozusagen Möglichkeiten ergeben, die sich in der Praxis bewähren müssen. Wir wissen das aus der Sozialpsychologie ziemlich genau, dass wir erst im Nachhinein oft merken, warum sich unser Verhalten geändert hat. Darf ich noch ein Wort zur Digitalisierung sagen? Die Digitalgeräte haben sich nicht verbreitet, weil irgendwelche Leute hingegangen sind und gesagt haben, also diese Digitalgeräte können Folgendes, zack, 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 und die sind dafür gut und dafür gut und dafür gut, sondern die haben sich bewährt, weil sie sich bewährt haben. Ja, und dann gucken die Leute auch nicht auf Datenschutzgrundverordnung und Vertrauen. Ja? Also die Leute reden darüber, dass sie ihre Daten um Gottes Willen niemandem in die Hand geben wollen, sind aber auf Facebook und machen dies und das und jenes. Das ist inkonsistent, aber wiederum konsistent im Hinblick darauf, was eine moderne Lebensform ist. Und ich glaube auch, dass die Frage des Internationalen durchaus eine Rolle spielt, dass man sagen muss, es muss ein paar Vorreiter geben, die das machen, sonst ist es wahrscheinlich gar nicht auch semantisch, auch weltpolitisch semantisch, nicht darstellbar, was da entsprechend passiert. Das ist übrigens auch ein Thema, das viel mit sozialer Ungleichheit zu tun hat. Wir denken immer, dass Konsum nur ein Distinktionsmarker ist. Konsum ist auch ein Inklusionsmarker, ja? Also indem wir sozusagen Menschen die Möglichkeit geben, an der Gesellschaft
in einer konsumförmigen Weise teilzuhaben. Und also ich würde sehr stark, ich werde mich auch ein bisschen damit beschäftigen in der nächsten Zeit, dieses Konsumthema zu befreien von diesem negativen Image, ja, dass es eigentlich ja das Uneigentliche ist, sondern das ist die Art und Weise, wie wir in diese Gesellschaft stark inkludiert sind. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Leider ist ja das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum oft auch ein bisschen mit Verzicht verknüpft. Also die Nachhaltigkeit hat ja den negativen Aspekt, dass man erstmal investieren muss. Da gibt es auch eine Frage aus dem Publikum, die ich kurz einbringen möchte, weil sie auch so ähnlich ist wie die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Wie vermittelt man unserer Gesellschaft eine Energiewende samt einhergehenden Kosten, wenn Indien und China mit 2,5 Milliarden Menschen, den Konsum nach westlichem Vorbild anstreben und viele Anstrengungen damit zunichte machen, Herr Fuest? Können wir uns diese Energiewende, heißt es jetzt hier, eigentlich im Moment überhaupt leisten? Und ist es wünschenswert, sie sich zu leisten unter diesen Rahmenbedingungen? Ja, ich glaube, wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt und vielleicht auch an einem Punkt, an dem man als Ökonom sagen muss, ja okay, diese Botschaft, die wir sehr stark betonen, CO2-Preis, die ist nicht die ganze Miete. Denn CO2-Preis ist ja auch so etwas, da denkt man, oh, jetzt muss ich verzichten, jetzt wird es teuer. Ne? Also der Ökonom sagt, nö, du musst zwar nicht verzichten, aber du kannst es nicht mehr bezahlen. Also verzichtest du auch nur sozusagen in Anführungsstrichen freiwillig, obwohl das ja so nicht ganz gemeint ist. Man hält also Wahl aufrecht und wenn man sich mal anschaut, wie das diskutiert wird, diese Entwicklung, dann spricht schon viel dafür, dass es so mit diesem Befehlen, / Rahmen setzen, allein wahrscheinlich nicht geht. Und ich glaube, da ist ganz wichtig einmal das, was Herr Zipse gerade sagte, diese Deal-Frage. Also wir haben ein Koordinationsproblem. Wir können gar nicht allein durch neue Bepreisungen oder durch neue Techniken in der Industrie oder wenn wir der Automobilindustrie sagen, ihr müsst jetzt die Hälfte der Elektromotoren bauen. Das bringt natürlich gar nichts, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Und Infrastruktur ist ja hier weit zu verstehen, nicht nur mit Ladesäulen, sondern wir müssen ja an die ganze Energieversorgung denken. Was haben wir davon, wenn wir jetzt Elektroautos fahren, die aufgeladen worden sind von Kohle- und Gaskraftwerken, die das CO2 rausblasen. Also wir müssen wissen, wir brauchen eine ganze Infrastruktur dahinter, wir brauchen die Ladesäulen, wir brauchen öffentlichen Nahverkehr und wir erleben, das ist eigentlich auch frappierend, dass selbst dann, wenn, ich sag mal, recht bescheidene Veränderungen des CO2-Preises kommen, wie jetzt in der Debatte über den Benzinpreis, ne? Also 55 Euro pro Tonne CO2. Wir wissen alles viel zu wenig, um im Klimawandel was zu bewegen. Aber wenn diskutiert wird, was bedeutet das jetzt für die Benzinpreise, 16 Cent Erhöhung pro Liter, dann wird doch ziemlich Rabatz gemacht. Ne? Und jetzt kann man sagen, okay, da ist nicht mitgeliefert worden, was er dann dafür kriegt. Aber es glaubt ja kein Mensch, dass Leute, die auf dem Land leben und eine Ölheizung haben, dann wirklich kompensiert werden. Das wird nicht funktionieren. Und um wirklich was zu verändern, die Leute werden auch weiter nach Mallorca fliegen und so weiter. Klar, um wirklich was zu verändern, darf man das Ganze nicht als Spaßbremse gestalten. Sondern ich bin auch überzeugt, die Handys haben sich eben verbreitet, weil es Freude macht, weil man neue Möglichkeiten hat, miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, dass die Nachhaltigkeit eine Veranstaltung ist, bei der wir eben wirklich auch die Vorteile stärker in den Vordergrund stellen müssen und auch praktisch machen müssen. Also nachhaltigeres Leben in vieler Hinsicht macht auch Freude und sorgt für mehr Lebensqualität. Aber man muss wohl von dieser Lebensqualitätsseite kommen, um wirklich zu überzeugen. Und sozusagen ich glaube, die Botschaft, ja, Leute, liebe Chinesen, liebe Inder, also ihr mit Konsum, das könnt ihr vergessen, das wird nicht funktionieren. Wir reden ja hier über Menschen, die einen ganz anderen Lebensstandard haben. Und Menschen, die keinen Kühlschrank haben, die interessiert der Klimaschutz nicht. Die wollen einen Kühlschrank haben. Im ersten Schritt mal. Und die wollen, dass ihre Kinder vernünftig in die Schule gehen können, die möchten ein Auto haben. Und wenn wir das nicht leisten können, wenn wir das nicht verbinden können, wird es keinen Klimaschutz geben, davon bin ich fest überzeugt. Eine weitere Frage, die ich auch noch weitergeben möchte aus dem Publikum, bezieht sich auf das Thema Energiekostensteigerungen, die ja, wie Sie auch angesprochen haben, auch ein Faktor sind, der Wirtschaftswachstum beeinträchtigen kann. Wenn wir ein
CO2-Preis haben, der möglicherweise dann im Laufe der Zeit auch noch steigt, wird es ja auch zu höheren Energiekosten für Unternehmen führen. Schreibt hier der Zuschauer, was bedeutet das denn für die zigtausenden kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wie kann man das im Zweifel ausgleichen? Es wird ja nicht notwendigerweise teurer, sondern wir sammeln jetzt mehr Geld ein und können das ja zurückgeben. Es ist ja nicht so, dass das verloren ist. Und wir müssen eben sehen, dass bestimmte Energieformen ja gar nicht teurer sein müssen. Also ich glaube, es ist klar, wir müssen für die Industrie die Strompreise senken. Das ist sicherlich auch für Großunternehmen, gerade für die Großindustrie, eine Bedeutung. Die Industrie der Zukunft wird energieintensiver sein. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Energieversorgung so gestalten, dass Energie bezahlbar bleibt. Die mittelständischen Unternehmen meinen Sie, müsste es dann auch Ausgleichsmechanismen geben oder wie würde das funktionieren? Also teurer muss CO2-Ausstoß werden, aber nicht die Produktion von Energie. Ich glaube, das ist der Punkt. Herr Zübsel, wollten Sie dazu noch was ergänzen aus Sicht der Industrie? Oder? Nee, aus Sicht der Industrie ist natürlich Energie, ob das jetzt Strom ist oder Wasserstoff oder verbrennbare Rohstoffe, ein Wirtschaftsgut. Nicht? Und das, jede preisliche Erhöhung reduziert die Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, dass eine CO2-Bepreisung notwendig ist, weil sie den richtigen marktwirtschaftlichen Impuls setzt. Und ich glaube, mit der EEG-Umlage, die ja in dem Entscheidungsfall vermutlich richtig war, die setzt nicht mehr die richtigen Impulse, um in dem Fall Strompreise auf das richtige Niveau zu bringen. Wir führen nur ein Beispiel, wo ich mich frage, haben wir da die richtigen Prinzipien? Wenn ich Wasserstoff-Elektrolyseure betreiben will, die werden selten sein, die werden sehr hohen Output brauchen, dann sage ich, die müssen 24 Stunden am Tag laufen, 7 Tage die Woche, damit ich den Output erhöhe. Da gibt es sofort eine Regulierung. Naja, wenn die von EEG ausgenommen werden wollen, müssen die bestimmten Prinzipien gehorchen, die dürfen nicht 24/7 laufen. Da frage ich mich, was machen wir denn da? Statt zu sagen, wir lassen marktwirtschaftliche Prinzipien mit den richtigen Rahmenbedingungen auch mal sich selber entwickeln. Ja, und dann glaube ich, hat die Wirtschaft zusammen mit der Energiewirtschaft und der staatlichen Lenkung kann da eine enorme Wirkung entfalten. Schwierig wird es, wenn der infrastrukturelle Teil einfach weggelassen wird und nicht beachtet wird, wie das eigentlich funktionieren sollte. Thema Ladeinfrastruktur hatten wir, glaube ich, schon besprochen. Das wird ein ganz großes Thema. Wir haben heute bezüglich der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Europa 3% der Ladestationen, die wir brauchen, bis 2030. Also 97% der öffentlichen Ladeinfrastruktur, nicht der privaten, gibt es noch gar nicht. Mhm. Und es gibt kein Programm, das jetzt auf 100% zu bringen. Es gibt gar keins. Und da glaube ich, das geht ja nur über Incentivierung, weil das natürlich sehr kommunal auch ist. Das muss über Investitionsanreize passieren, aber das Programm gibt es noch nicht mal. Und ich glaube, da haben wir einen großen Handlungsbedarf. Und über marktwirtschaftliche Anreize glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Ich muss das nur so steuern, dass es dann auch dass die Investitionsbereitschaft richtig indiziert. Ein anderes Thema, was im Wahlkampf nicht so stark emotionalisiert wie jetzt das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Wachstum, sozialer Ausgleich, ist ja die geopolitische Situation. Wir haben dazu schon einiges diskutiert. Es ist auch offenbar ein Thema, was die Menschen, die uns zuschauen, sehr stark interessiert. Deswegen würde ich das vielleicht noch mal näher beleuchten wollen. Auch dafür haben wir wieder eine kleine Befragung vorbereitet. Da geht es um geopolitische Situation, Außenhandel. Die Frage wäre, welche Entwicklung wird die internationale Zusammenarbeit jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch künftig am stärksten prägen? Antwort A wäre, China legt ein stärkeres Selbstbewusstsein an den Tag und schottet seine Märkte ab. Antwort B wäre, Europa tritt nach dem Brexit geschlossener für seine Belange auf dem Weltmarkt ein. Antwort C wäre, die neue Regierung in den USA bringt den Multilateralismus zurück. Antwort D, Corona hat die Globalisierungsprozesse zurückgeworfen und führt zu neuem Protektionismus weltweit. Also auch hier würde ich Sie einladen, klicken Sie auf die Antwort, die Ihre Meinung am besten widerspiegelt. Ich würde vielleicht unterdessen noch mal eine Zuschauerfrage an Frau Flach einspielen, weil ich weiß, dass sie sich damit sehr intensiv beschäftigt hat.
Der Zuschauer schreibt, ich würde gerne noch einmal auf den Kurs von US-Präsident Biden eingehen, der China und Russland außen vor lassen will. Kann Europa oder Deutschland sich dies leisten? Wie sollte gehandelt werden? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn Sie die beantworten, können Sie gleich einen Beratungsauftrag. Ja, also klar, also Biden wird schon eine stärkere Positionierung der EU verlangen, was unter Trump nicht der Fall war, ne, weil es sowieso klar war, dass es jetzt nicht die bilateralen Beziehungen nicht jetzt vorankommen würden. Aber also ein Konfrontationskurs mit China wäre für die EU kontraproduktiv, ne, weil also es ist schon, also die USA sind der, also es ist der wichtigste Handelspartner für die EU, wenn wir Güter und Dienstleistungen betrachten, aber für den Güterhandel ist China immer noch Exportpartner Nummer eins. Ne? Und deswegen, also diese konfrontative Haltung wäre kontraproduktiv. Es ist so, dass also wir reden viel über Dependenzen, aber was wir in den Daten beobachten, sind eher Interdependenzen zwischen Volkswirtschaften. Ne? Also China, Deutschland bezieht Inputs aus China, aber auch China, auch Deutschland liefert halt Inputs nach China. Also von daher gibt es eigentlich sehr starke Interdependenzen, aber trotzdem so die konfrontative Haltung wäre kontraproduktiv. Ja. Mhm. Und da haben teilweise natürlich die USA unterschiedliche Ziele, ne, also zum Thema China. Und, ja. Da haben wir etwas genauer drauf. Wir haben hier die Ergebnisse der kleinen Stimmungsabfrage. Also die Zuschauer sind auch, Zuschauer und Zuschauerinnen sind der Meinung, dass China ein stärkeres Selbstbewusstsein global an den Tag legen wird und seine Märkte eher abschotten wird. Die zweithäufigst genannte Antwort ist, dass der Protektionismus eher zunehmen wird, gefolgt von dem positiven Einfluss der USA auf den Multilateralismus. Und Europa wird jetzt zumindest in diesem Fragenkorsett am wenigsten Einfluss zugetraut. Das müsste uns ein bisschen nervös machen, denke ich. Das ist aber vielleicht ein guter Aufhänger, Frau Flach, um nochmal sozusagen auf die zukünftige Gestaltung unserer Außenhandelsbeziehungen einen Blick zu werfen. Als Exportnation sind wir natürlich schon abhängig von den ganzen Auslandsmärkten und brauchen wir dann eigentlich, um besser für solche Krisen gerüstet zu sein, aber vielleicht auch einfach grundsätzlich für unseren künftigen Außenhandel, mehr oder weniger internationale Arbeitsteilung? Ja. Ja, also Deutschland profitiert sehr stark von der Globalisierung, ne? Und ich glaube, was die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob es bessere Alternativszenarien zu einer offenen Volkswirtschaft gibt. Also wir haben zum Beispiel in einer Studie gezeigt, wir haben eine quantitative Analyse durchgeführt und gezeigt, dass die Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland enorme negative Kosten für die Wirtschaftskraft Deutschlands hätte. Also das wäre, würde zu enormen Einkommensverlusten führen. Die Frage ist dann, wie, ne, also die Corona jetzt hat die Rufe nach der Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland sehr laut gemacht, aber was wir quantitativ zeigen können, ist, dass es, was wir auch erwarten würden, ist, dass es mit erheblichen Kosten dann gebunden wäre. Zukunft oder was wir, ob wir mehr oder weniger Globalisierung oder Arbeitsteilung brauchen. Also ich glaube, wir werden in Zukunft, also künftig mit mehr Globalisierung zu tun haben. Und das hat einen Grund, also dass der Dienstleistungshandel sehr schnell wächst. Ne? Und das, also Corona wird auch diesen Trend noch beschleunigen. Von daher erwarte ich eigentlich mehr Globalisierung als weniger. China versus westliche Welt bewegt einen weiteren Zuschauer. Herr Fust, Sie haben immer von dem Systemwettbewerb gesprochen. Die Frage lautet, Problematik China versus westliche Welt, was haben wir einer staatlich subventionierten Marktwirtschaft entgegenzusetzen, wenn ursprünglich starke Qualitätsunterschiede keine große Rolle mehr spielen können? Naja,
Also eine staatlich gelenkte oder subventionierte Wirtschaft, der haben wir entgegenzusetzen, dass eine Marktwirtschaft effizienter ist. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Also es wird nicht so sein, dass ein Wirtschaftsmodell auf Dauer überlegen ist, das staatlich gelenkt ist. Nun ist ja das chinesische Wirtschaftsmodell auch noch ein bisschen eine andere Veranstaltung. Das hat zwar Elemente staatlicher Lenkung, aber es setzt eben sehr stark auch auf marktwirtschaftliche Prinzipien, auf Innovationen. Also in Europa entsteht der Eindruck, man hätte in China klare und rigide Vorgaben darüber, wann man nun in welchem Sektor Spitze sein will. Da ist aber viel Rhetorik dabei, da muss man aufpassen. Und dort wird schon sehr, sehr viel experimentiert. Und Herr Zipse hat es vorhin gesagt, es gibt eine große Bereitschaft staatlicherseits eben in Innovationen zu investieren, Risiken einzugehen, auch mal Mittel in den Sand zu setzen. Das ist ganz unvermeidlich bei der Forschung. Und ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es ist nicht schlecht für Europa, wenn es in China Innovationen gibt. Gleichzeitig muss man aber natürlich sehen, Märkte sind auch umkämpft. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht durch unfairen Wettbewerb jetzt in spezifischen Märkten, auch vermarkteten Märkten, da ins Hintertreffen geraten. Aber ich glaube, das Problem besteht weniger darin, dass man dort eben staatlich subventioniert und bei uns nicht. Also ich glaube nicht, dass diese staatliche Subventionierung für sich genommen erfolgreich ist. Aber was schon Erfolg verspricht, das ist investieren in Bildung, in Innovationen, eine gute digitale Infrastruktur zu haben. Und das müssen wir, glaube ich, sehen. Da müssen wir sehen, dass wir mithalten. Dieser Systemwettbewerb, Herr Nassi, ist ja jetzt nicht nur ein Kampf der Wirtschaftssysteme, sondern auch ein, naja, Kampf ist jetzt der falsche Ausdruck, aber eine Auseinandersetzung der gesellschaftlichen Systeme. Mein Eindruck ist, das, was dort jetzt passiert, nämlich offene Wirtschaft, geschlossenes Gesellschaftssystem, ist eigentlich nicht das, was die Lehrbücher uns ursprünglich als Erkenntnis vorgegeben haben. Ja, wir hätten vielleicht diese Lehrbücher nach China exportieren sollen als erstes. Aber ernsthaft geantwortet, eigentlich widerspricht es vielen Vorannahmen, die wir hatten. Also die Vorannahme, dass China tatsächlich ein staatlich gelenktes Land ist, das stimmt ja tatsächlich nicht. Und zwar vor allem im ökonomischen Bereich, nicht zum Teil auch im wissenschaftlichen. Da ist es ein bisschen anders, aber das geht auch in die Richtung. Das heißt, man kann offenbar ein vergleichsweise autoritäres politisches System, das ist es, kombinieren mit dem, was wir eigentlich immer automatisch an so etwas wie deliberative Demokratien gebunden haben. Also als ich studiert habe, das ist schon ein paar Jahre her, wie man sieht, aber galt es ganz klar, wenn die Demokratie wird fast automatisch eine Marktwirtschaft nach sich ziehen und die auch soziale Komponenten hat. Das ist irgendwie fast ein Naturgesetz gewesen. Wir stellen jetzt fest, dass das nicht der Fall ist. Und man müsste sich die Frage stellen, wovon profitiert China eigentlich? Also China profitiert sehr stark davon, dass sie auf der einen Seite sehr klug in der Lage sind, so etwas wie, also sagen wir mal, wirtschaftlich liberal zu sein, also Dinge auszuprobieren, auch scheitern zu können. Das ist normalerweise in autoritären Systemen mit der Existenzvernichtung bedroht, zu scheitern. Die haben tatsächlich das Scheitern ermöglicht, was eigentlich nur in liberalen Gesellschaften ging. Aber sie sparen sich die politische Deliberation und damit die Frage, wie das Scheitern eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlich verarbeitet wird. Wir haben hier das Problem, dass wir über 16 Pfennig, sage ich immer, 16 Cent Benzinpreiserhöhung nachdenken. Und die gleichen, die diese Benzinpreiserhöhung stark machen, sind auch die, die sagen, das ist aber sozial nicht darstellbar. Das ist ja interessant, dass das bisweilen die gleichen politischen Käfte sind, die das formulieren. Und ich bewerte das jetzt gar nicht, aber das ist ein Hinweis darauf, dass das politische System sehr stark darauf angewiesen ist, Massenloyalität in einem Verfahren, das scheitern kann, zu implementieren. Das spart sich China. Und das muss man sich klar machen, dass das wirklich eine Konkurrenz in der Welt ist, die uns in den nächsten Jahrzehnten sehr viel Kopfzerbrechen bereiten wird, weil wir natürlich an den Schnittstellen der unterschiedlichen Funktionen der Gesellschaft auf allen Bereichen mit so etwas wie, wenn ich jetzt Liberalität sage, geht das vielleicht in die falsche Richtung. Man könnte sagen, mit Ergebnisoffenheit rechnen. Wir rechnen mit Ergebnisoffenheit im politischen System. Wir rechnen mit Ergebnisoffenheit im wissenschaftlichen. Wir rechnen natürlich ökonomisch mit Ergebnisoffenem. Dieser eine Punkt ist in China außer Kraft gesetzt. Und da muss man sich klar machen, was kann man dem eigentlich entgegensetzen. Wenn die geopolitische Frage heißt, was kann Europa eigentlich tun, dann stellen wir ja schon fest, dass wir innerhalb Europas kaum in der Lage sind, Standards festzulegen, die für alle vergleichsweise gleich gelten. Und dann muss man noch die Frage diskutieren, was gleich gelten eigentlich
in einzelnen Volkswirtschaften zu tun haben, die von der Potenz her doch sehr unterschiedlich sind. Und auch übrigens von den Voraussetzungen, wie sie ihre Produktivität eigentlich organisieren. Was wiederum ein gesellschaftliches Thema ist. Das heißt nicht eine Abwertung von vielleicht nicht so potenten Volkswirtschaften, sondern die Realität, dass wir eigentlich eine sehr stark politisch getriebene Form von Einheit sein wollen, aber an uns selber erleben, dass wir es nicht können, während China, das selbst noch mal viel größer ist, die politische Deliberation auf relativ kleine Teile der Gesellschaft beziehen kann. Wenn man sich die Parteistrukturen in China anguckt, dann ist das sehr, sehr nah zum Teil auch einer familienklientelischen Form der Interessensbildung formuliert, für die es gar keine Entsprechung eigentlich in der westlichen Welt gibt. Das ist hochgradig spannend zu sehen. Das muss man auch erstmal verstehen, was das eigentlich heißt, mit wem man dann dort redet. Wir beruhigen uns immer noch mit der Frage, dass das alles nur über autoritäre Strukturen läuft. Das ist ja eben nicht der Fall. Wenn es so wäre, könnte man damit viel besser umgehen. So, als sollten wir vielleicht nicht unbedingt von China lernen, aber die interessante Frage ist ja, das tauchte hier auch als Aspekt auf, Frau Flach, wenn wir jetzt nochmal die Rolle der Politik einnehmen, weil was wir hier tun, ist quasi Empfehlungen zu erarbeiten, wie die künftige Regierung mit den Konstellationen umgehen kann. Sie hatten schon über Bündnisse gesprochen. Wie soll sich denn Deutschland erstens in Europa, aber zweitens auch global positionieren, um eben diese neuen Konstellationen zum Wohle der deutschen Wirtschaft sozusagen zu behandeln? Ja, also Deutschland und die EU sollten schon die Kritikpunkte der USA ernst nehmen, ne? So zu Handelspraktika Chinas. Also seit Jahren kritisieren die USA die Handelspraktika Chinas, und es ist schon wichtig, so dass wir so ein Level Play Field erreichen. Deswegen, das sollte die sowohl die EU als auch Deutschland diese Kritiken ernst nehmen. Aber natürlich, also ideal wäre eine Zusammenarbeit im Rahmen der Welthandelsorganisation. Ne? Und da bietet jetzt die Wahl der neuen Generaldirektorin im Februar, also Okonjo-Iweala, schon Anlass zur Hoffnung, dass wir jetzt also den Multilateralismus wieder beleben können. Das wäre also der ideale Weg. Und dann sollte Deutschland und die EU und die USA sollten dann politische Priorität an eine WTO-Reform einräumen. Ja. Wir haben ja auch schon über den Schulterschluss mit den USA gesprochen. Erwarten Sie denn von dem neuen US-Präsidenten jetzt mehr Kooperation und weniger Protektionismus? Präsident Biden, er betreibt schon eine sehr protektionistische Politik. Also das wird sich auch nicht ändern. Was aber jetzt anders ist, ist, dass er schon bereit ist, mit der EU eine enge Kooperation zu treiben. Aber so jetzt ein Freihandelsabkommen mit der USA, also wir sollen jetzt nicht naiv sein und denken, dass wir jetzt ein Freihandelsabkommen mit der USA abschließen werden. Also das sehe ich nicht, aber ich sehe schon, also es gibt verschiedene Aspekte oder Themen, mit denen man sehr gut mit dem neuen US-Präsident kooperieren kann. Zum Beispiel zum Thema Klimaschutz oder Welthandelsorganisation, Multilateralismus sind zum Beispiel ein paar Themen. Vielleicht darf ich das nochmal aufgreifen. Mich würde interessieren, wie das aus der Sicht von BMW eigentlich eingeschätzt wird. Also ist China ein Markt, der künftig quasi abgeschottet wird, und muss man ja da sozusagen, also den Eindruck hat man auch aus der Presse, müssen die europäischen Firmen da gewissermaßen nach der chinesischen Pfeife tanzen? Oder hat man eher so die Idee, naja, das wird sich Richtung Multilateralismus entwickeln und regelgebundenen Welthandel? Man könnte die Frage auch für die USA stellen, also muss man dahin? Oder wie wird das eingeschätzt? Ich glaube, wenn man sich als Unternehmen global verhält, ist erstmal wichtig, diesen Kodex haben. Wie verhalte ich mich denn dort?
zum Thema Menschenrechte und so weiter. Das ist so eine Eintrittskarte, egal wo ich hingehe. Betrifft nicht nur China. Es gilt für Afrika, Südostasien, Südamerika, Nordamerika. Dass Sie sagen, es gibt Grundprinzipien, die ganz nah an United Nations Erwartungshaltung geknüpft, wie ich mich da verhalte. Das ist eine Eintrittskarte. Das ist das Erste, weil dann hat man dieses Thema schon mal aus der Diskussion herausgenommen. Unser persönliches Leben in China ist nicht, also wir erleben das nicht als protektionistisch, sondern man macht dort einen Deal. Man sagt, du kriegst einen großen Markt und ist mit Abstand unser größter Markt inzwischen, sowohl volumenmäßig als auch absatzmäßig. Dafür investierte ich aber auch. Das ist eigentlich eine Dealstruktur, die man akzeptieren kann. Wieso sollte ein Land akzeptieren, dass wir über viele Jahrzehnte Autos aus Dingolfing in die Länder produzieren und die Arbeitsplätze entstehen bei uns und dort entsteht nur der Markt? Ne? Sagt das Land, nö, akzeptiere ich nicht, ich brauche hier Wertschöpfung. Ist erstmal verständlich aus einer Sicht, wo die Länder herkommen, weil das sind arme Länder. Ja, China bezeichnet sich heute noch als dritte Weltland, was es natürlich längst nicht mehr ist. Ja, aber es gibt Regionen, die sind halt noch dritte Welt. Das heißt, die wollen ein Wirtschaftswunder erzielen und dann genau wie wir in den 50er, 60er Jahren wollen Wohlstand schaffen, wollen wachsen und so weiter. Das muss man erstmal respektieren. Wir leben dort oben mit drei großen Werken in der Stadt Shenyang. Das ist das ehemalige Ruhrgebiet von China. Sehr arm, inzwischen nicht mehr so sehr arm. Wir sind damit Abstand der größte Steuerzahler. Und wir werden dort sehr fair behandelt im Sinne von, es gibt Erwartungshaltungen an Beschäftigungssicherung, wie in Deutschland übrigens ganz genauso. Sie können ja auch nicht hier einfach Mitarbeiter entlassen, das geht nicht. Gibt es dort ganz genauso. Und wir wissen immer, woran wir sind. Wenn sich was verändert, weiß ich mindestens 5 Jahre vorher über eine neue Regulierung für NEV-Fahrzeuge, also mit vermindertem Ausstoß, was die Quote von elektrischen Fahrzeugen sein muss. Das weiß ich immer sehr früh und kann mich dann danach richten. Oder eben auch nicht. Ja, aber da gibt es wenig Überraschungserlebnisse. Und es gab ja bis vor wenigen Jahren eine Joint-Venture-Pflicht für Automobilfirmen. Das wird gelockert. Wir können nächstes Jahr unseren Anteil von 50% an unserem Joint-Venture auf 75% erhöhen. Also es wird deutlich gelockert. Wir erleben das genau umgekehrt. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, auch Europa ist protektionistisch. Sie zahlen hier 10% Einfuhrzölle von importierten Fahrzeugen. Aus USA, von unserem Werk Spartanburg nach Europa 10% Einfuhrzoll, umgekehrt sind es nur 2,5%. Also wir tun immer so, als würden die anderen Weltregionen sehr protektionistisch agieren. Wir sind da kein Deut besser. Und ich glaube, ein wichtiges Prinzip, sich gar nicht darüber zu beschweren, dass es so ist, selbst protektionistische Maßnahmen schaffen ja ein Level Playing Field. Wenn sie denn irgendwo auf Augenhöhe sind und Tit for Tat ist, ist ja auch ein wichtiges Spiel, ja, um Gleichgewichte zu schaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass erstens ein Level Playing Field erzeugt wird über Verhandlungen. Da spielt die WTO, glaube ich, eine wichtige Rolle, ja, oder könnte eine wichtige spielen, tut sie heute nicht, aber könnte eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, dass man akzeptiert, dass große Industrien, und die Automobilindustrie ist ja eine systemintegrierende Industrie, ohne Globalisierung sie gar nicht mehr funktioniert. Das ist allein schon die Arbeitsteilung, wo bekomme ich meine Rohstoffe her. Da gilt natürlich das Profitabilitätsprinzip und dass ich dorthin gehe, wo sie am günstigsten abgebaut werden können. Unter Einhaltung bestimmter Kodexes und so weiter. Es macht keinen Sinn, im Rheingraben Lithium unterirdisch zu erzeugen, wenn ich sie in Südamerika oberirdisch erzeugen kann. Das ist einfach unsinnig, so etwas zu tun, wenn denn die Prinzipien, unter denen dieser Welthandel stattfindet, klar ist. Und da glaube ich, dass jetzt die nächste Phase der Globalisierung, sich dort zu einigen, was die Spielregeln sind. Wie gesagt, da kann die WTO eine große Rolle spielen. Und wir müssen die Globalisierung in dieser Logik weiterentwickeln. Wobei man darauf achten muss, das ist eine Unternehmensperspektive, dass wir keine Monopole erzeugen. Das ist vermutlich das Schlimmste, was Ihnen in einer globalisierten Welt passieren kann. Und das hat nichts mit Vor-Ort-Produktion zu tun, sondern Monopolbildung ist das Schwierigste dabei. Das heißt, wenn Sie ein globales Wertschöpfungsnetzwerk, wie wir das tun, mit über 12.000 Lieferanten erzeugen, kommen Sie um das Thema Globalisierung und einem lebendigen Außenhandel, kommen Sie nicht drum herum. Sie müssen nur darauf achten, dass
dabei keine Monopolbildung erzeugt wird. Das ist, hat aber gar nichts mit der Globalisierung zu tun, sondern prinzipiell, wie Sie Netzwerke aufbauen. Gibt es denn von Ihrer Seite noch Wünsche oder Vorstellungen, wie die Politik sozusagen diese eher internationale Ausrichtung unterstützen kann, vielleicht auch den Standort Deutschland jetzt für Sie als im Gegensatz dazu als Industrieunternehmen? Ich glaube, die Bedingungen so zu schaffen, dass die Produktivität, die hier notwendigerweise stattfinden muss bezüglich der Entwicklungstätigkeit, aber auch der Produktionstätigkeit, hier einfach produktiv bewerkstelligt werden kann. Das hat nichts mit hohen oder niedrigen Löhnen zu tun, sondern das hat was mit der Wirksamkeit zu tun. Ich stecke vorne viel rein und kriege am Schluss noch mehr raus. Was völlig verschwunden ist, ist diese Standortdebatte wegen niedrigerer Löhne. Die ist in unserer Logik völlig verschwunden. Sondern da geht es nur um Lieferfähigkeit, um Liefersicherheit. Dass wir an Standorte gehen, nur wegen niedriger, und die ist eigentlich weg, die Debatte, ja, weil die sowieso sofort durch andere Nachteile ausgeglichen wird. Wichtig ist, dass der Standort Deutschland weiterhin als Wertschöpfungsstandort erhalten bleibt. Unabhängig von der Lohnniveau hier ist gar kein Problem, wenn wir hohe Löhne haben, wenn die Produktivität am Schluss höher ist. Das ist gar kein großes Problem. Und da glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir immer wieder den globalen die globale Wettbewerbsfähigkeit immer wieder zum Thema machen. Das Lohnniveau ist das eine, die Überregulation ist das andere. Und wenn Sie mich fragen, was ist das schwerwiegendere Problem, dann ist es eher die Überregulation, ja, die dann zu sehr langen Laufzeiten führt, die zu Zeitverzögerungen führt. Und in unserer Industrie ist natürlich Geschwindigkeit schon ein Thema. Und wenn Sie, das ist inzwischen das schwerwiegendere Problem, wie schnell komme ich zu Entscheidungen, wie schnell kann ich Gebäudestrukturen schaffen, wie schnell kann ich Lieferketten folgen, das ist dann, glaube ich, das größere Problem. Und eine angemessene und oder automatisierte Regulierung. Wenn Sie ein Gebäude freigeben müssen, müssen Sie so viele Anträge stellen an verschiedene Institute. Die Frage, wieso automatisiert man das? Das kann man alles toll automatisieren, da kann es beliebig komplex sein. Problem ist, es ist so fraktioniert, dass Sie eine Herrschaft von Leuten brauchen, die alle Regularien für Industriestrukturen aufbauen müssen. Und ich glaube, da waren wir vorhin schon bei dem Thema Digitalisierungspotenzial. Ich glaube, da haben wir ein echtes Potenzial. Ja. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema im Hinblick auf Globalisierung zurückkommen, was wir bisher noch gar nicht thematisiert haben. Wir haben ja gesehen, dass gerade bei den Gütern, die eben nicht super schnell verfügbar sind auf den Weltmärkten, dass es insbesondere, wenn die Regierung versucht hat, die zu beschaffen, also ich nenne nur mal das Beispiel Masken oder Impfstoff, dass es einfach nicht gut funktioniert hat. Vielleicht war auch die Erwartungshaltung zu groß. Ich denke, die Industrie hat ja sehr viel Erfahrung damit, Lieferketten zu konstruieren, die unter schwierigen Bedingungen auch funktionieren. Beispiel Chipindustrie, die jetzt da zum Engpass wird, wo man eben schauen muss, das gab es schon immer, Chips sind knapp, wie kann man das eben so umsortieren, dass man doch lieferfähig oder produktionsfähig ist. Mich würde von Ihnen, Frau Flachmann, interessieren, wenn Sie das so beobachten, was kann denn sozusagen das öffentliche Beschaffungswesen, also jetzt in Form des Gesundheitsministeriums zum Beispiel, aus dem lernen, was die Industrie an Risikovorsorge dort trifft? Ja, also die Lieferketten müssen laufend neu bewertet werden. Also die Corona-Krise ist jetzt ein Beispiel, aber in der Vergangenheit kam es auch zu Lieferausfällen aufgrund von Naturkatastrophen oder politischen Ereignissen. Und deswegen also werden die Lieferrisiken laufend neu bewertet. Ja. Und das kann die Industrie deutlich besser als die Politik, ne? Also nämlich zielgerichtet und schnell also die Lieferrisiken zu identifizieren und auf Schocks zu reagieren. Und genau deswegen wäre auch die Empfehlung, ne, also dass staatliche Interventionen sollen nur
in Ausnahmefälle erfolgen. Ja, also weil es sollte jetzt nicht ein Ziel der Politik sein, die Gestaltung oder die Feinjustierung der Lieferkette, das kann die Industrie deutlich besser, sondern also deswegen sollte die Gestaltung von Lieferkette jetzt nicht ein Ziel der Politik sein, sondern wie bereits vorher erwähnt, also eher die Schaffung von Rahmenbedingungen, ne, für die Unternehmen. Also das, genau. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch einige Zuschauerfragen stellen. Ich versuche die mal zuzuordnen demjenigen, der sie vielleicht am besten beantworten kann. Wir haben einmal das Thema, was quasi alle diskutierten Themen ein bisschen zusammenbindet. Die Frage ist für Sie, Frau Flach. Werden durch Klimaschutz, geopolitische Spannungen und Digitalisierung kontinentale Lasten zu Lasten von globalen Wertschöpfungsketten gestärkt? Das ist nochmal so ein bisschen die Frage nach dem Ungleichgewicht, was vielleicht entstehen könnte. Jetzt also zurück zu den Daten, wir reden immer über globale Wertschöpfungsketten, aber was wir in den Daten beobachten, sind eigentlich eher regionale Wertschöpfungsketten. Also Deutschland zum Beispiel bezieht die Mehrheit der Güter oder der Zwischengüter aus EU-Partnerländern. Und was wir auch beobachten, also in den Daten beobachten, ist ein Trend zu regionaleren Lieferketten, dass quasi die Partner, Nachbarregionen oder Nachbarländer noch an Bedeutung gewonnen haben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Produktion nach Deutschland zurückholen sollten, auf keinen Fall. Also was ich meine ist, das ist auch noch ein Ziel der Politik, also sollte ein Ziel der Politik sein, den Binnenmarkt zu stärken, weil zum Beispiel, was wir in den Daten sehen, ist, wir haben uns Produkte, die aus weniger Ländern bezogen werden, ne? Und fast 70% dieser Güter, die aus 5 oder weniger Ländern bezogen werden, werden aus EU-Mitgliedstaaten bezogen. Und deswegen ist auch der Binnenmarkt für Deutschland, für die deutsche Lieferketten auch extrem wichtig. Wichtiger, als man eigentlich angenommen hätte. Genau. Dann haben wir hier noch eine Frage zu den Staatsfinanzen, die würde ich Ihnen stellen, wenn Sie erlauben. Sie sprachen von gesunden, wachstumsfreundlichen Staatsfinanzen. Nach Corona ist das Defizit sehr hoch und das deutsche Stabilitätsprogramm zeigt, dass die Staatsausgaben 24 strukturell um etwa 4% vom BIP oder etwa 140 Milliarden Euro über dem Niveau von 2017 liegen. Wie sollte das wieder korrigiert werden? Müssen wir und wo können wir sparen, um wieder gesunde Staatsfinanzen zu bekommen? Also wir haben jetzt einen Anstieg der Staatsausgabenquote, ist richtig. Ich halte das aber nur teilweise für strukturell. Wir haben ja all diese Hilfen. Wir haben gerade gesehen, wir haben Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir haben Unternehmenshilfen und die fallen ja automatisch weg, wenn die Krise weggeht. Und es ist in der Tat wichtig, dass man dann eben den Anstieg der Staatsfinanzen eindämmt. Gleichzeitig muss man sagen, wir hatten so ein bisschen eine Wünsch-dir-was-Finanzpolitik vor der Krise, weil es uns recht gut ging. Es wurde ja sogar viel darüber gemeckert, dass wir auch aus dem Ausland, dass wir diese Haushaltsüberschüsse haben. Man konnte sich aber nicht durchringen, Steuern zu senken oder nur in sehr begrenztem Umfang. Und deshalb ist bei den Staatsfinanzen viel bei den Ausgaben viel passiert. Was uns eigentlich fehlt, ist ein systematischer Umgang mit Ausgaben, so wie man es eigentlich im privaten Bereich oder auch in Unternehmen immer wieder mal macht. Also das, was man neudeutsch Spending Review nennt. Wir müssen uns eigentlich Gedanken machen, was erreichen wir mit bestimmten Ausgabenprogrammen? Ist es das, was wir möchten und erreichen wir das, was andere Länder mit ähnlichen Ausgaben erreichen. Also wir brauchen eine Art von Ausgabenkritik. Das ist oder war lange verschrien in Deutschland. Da wurde dann gleich Austerität geschrien. Das ist ja schrecklich, dass hier Austerität, aber Ausgaben überprüfen ist eigentlich sehr gesund, weil es eben einfach ein Wildwuchs gibt. Übrigens auch eine Gefahr derzeit bei den großen europäischen Ausgabenprogrammen. Wenn man sich vorstellt, man soll jetzt in 0, nichts die Investitionen stark in die Höhe fahren. Man muss sagen, Gott sei Dank werden da Projekte finanziert, die sowieso passiert wären. Und man nimmt das Geld vielleicht, um ein paar Schulden zurückzuzahlen oder so, weil wenn man riesige Beträge bereitstellt und man erst intensiv überlegen muss, wofür könnte man es denn mal ausgeben, dann ist die Qualität
nicht so groß. Und ich glaube, wir müssen da nicht radikal herunter, aber schrittweise. Und dann haben wir eben ein paar strukturelle Dinge. Wir machen sehr viele Versprechungen, jetzt gerade in der Vorwahlzeit, zum Beispiel in der Rentenversicherung. Also wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahren mit Mütterrente, Rente ab 63, Haltelinie, so, also ein Mindestniveau wollen wir bei den Renten und ein Höchstniveau bei den Beiträgen. Da fragt man sich nach Adam Riese, muss man kein großer Experte sein, wie soll das denn gehen, wenn die Ausgaben steigen? Also da muss wohl Geld vom Himmel fallen. Und da das selten geschieht, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da das System so reformieren, dass es eben verträglich ist. Aber nochmal, wir sind in Deutschland in einer finanzpolitisch noch relativ gut tragbaren Position, sodass viel eben dafür spricht, wirklich auf die Wachstumskarte zu setzen und weniger darauf, jetzt innerhalb kürzester Zeit die Schuldenquote von 70 auf 60% zu bringen. Die bringen wir auch herunter, wenn sozusagen der Nenner wächst, ne? Also wenn die Wirtschaftsleistung zunimmt. Es gibt ja auch noch eine Frage zu den Negativzinsen. Welche Rolle sozusagen die Negativzinsen bei dem Erreichen weiteren Wachstums spielen? Also das würde ich gerne natürlich Ihnen stellen, aber ich würde die Frage vielleicht sogar auch an Herrn Nassehi stellen, weil Sie sind zwar kein Zinsexperte, aber im Sinne des Belohnungsprinzips oder Anreizen, irgendwas zu tun, sind negative Zinsen natürlich Wahnsinn. Also vielleicht starten wir erstmal mit der ökonomischen Perspektive und dann gern auch nochmal die gesellschaftliche Perspektive. Ist natürlich ein Riesenthema, Negativzinsen, aber vielleicht nur ein Punkt dazu. Wenn wir an diese Idee denken, dass wir uns jetzt mal auf Wachstum konzentrieren, dann da entsteht da, man könnte sagen, auch neudeutsch, also eine Art Win-Win-Situation. Viele Unternehmen, vermutlich selbst BMW, müssen positive Zinsen zahlen für ihre Finanzierung, also um Finanzmittel zu bekommen. Der Staat muss negative Zinsen zahlen. Wenn man zum Beispiel heute sagen würde, okay, wir führen für einige Jahre beschränkt Sofortabschreibungen für Investitionen an, wir müssen derzeit hohe Investitionen tätigen, dann leiht sich der Staat Geld, das ist ja nur eine Verlagerung von Steuereinnahmen in die Zukunft. Er leiht sich Geld, verdient noch was damit, weil die Zinsen negativ sind und die Unternehmen haben eine Finanzierung und müssen sich selbst weniger leihen, die profitieren also auch. Insofern muss man sagen, das kostet eigentlich nichts, diese Wachstumsstrategie, wenn man die niedrigen Zinsen klug nutzt. Deshalb würde ich vorschlagen, machen und jetzt nicht übermäßig auf die periodischen Defizite schauen. Ja, ich habe so ein Prinzip nur auf meinem eigenen Gebiet zu dilettieren. Das kann ich ökonomisch tatsächlich nicht beurteilen, das muss ich auch sagen. Interessant ist, dass sich das ganz an den Anfang unseres Gesprächs eigentlich anschließen lässt, dass Maßnahmen nur dann funktionieren, nicht wenn sie abstrakt funktionieren, sondern wenn sie in konkreten Handlungsfeldern und Praxisfeldern für die Akteure selbst einen Vorteil haben. Also wie gesagt, ich rede nicht über Zinsen, aber die haben ja durchaus für unterschiedliche Akteure in der Gesellschaft sehr unterschiedliche Wirkungen. Für private Haushalte bedeutet das etwas anderes als für Unternehmenshaushalte und Staatshaushalte. Und da muss man natürlich auch einen Ausgleich schaffen. Und der Ausgleich muss nicht unbedingt finanzieller Natur sein, sondern einer, der erklärt, warum das eigentlich passiert. Aber mehr will ich dazu nicht sagen, weil dann geht es wirklich ins Dilettieren. Eine Frage zum Homeoffice, die ist sehr lang, ich versuche das etwas zu kürzen. Die Digitalisierung hat eine virtuelle Mobilität in dem Sinne ermöglicht, dass für viele Arbeitsplätze der Arbeitsort kaum noch eine Rolle spielt. Auch nach der Pandemie mehr Homeoffice zu ermöglichen, wäre eine Möglichkeit, nicht nur CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern auch Stau zu vermeiden, ländliche Räume stärken, Mietdruck abzumildern. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir immer noch eine ausgeprägte Präsenzkultur. Ich weiß nicht, Herr Zipse, ob ich Ihnen diese Frage stellen kann, weil Sie ja auch, nehme ich mal an, in den letzten Monaten so ziemlich alle Mitarbeiter, bei denen es möglich war, ins Homeoffice geschickt haben. Was hat das denn für Ihr Unternehmen bedeutet im Hinblick auf vielleicht auch Kompetenzen aus Gegenden, oder was wird es künftig bedeuten im Hinblick auf Kompetenzen aus Gegenden vielleicht bekommen, die Sie vorher nicht bekommen hätten zum Beispiel? Lassen Sie uns nochmal zurückschauen in die vorpandemische Zeit. Da haben wir ein Programm gehabt, das hieß Connected Work. Und da ging es um mobile Arbeit. Also wie beschäftige ich Menschen, die eigentlich mobil arbeiten können, weil sie eben durch PCs und Handys vernetzt sind? Wie mache ich das möglichst effizient?
Und es läuft schon viele Jahre, dieses Programm. Wie sehen dann Office-Strukturen aus? Also mit einem viel größeren Fokus auf Kommunikationsstrukturen, weniger auf einen eigenen Arbeitsplatz. Das lief ja die ganzen letzten 10 Jahre schon so. Und da ging es immer um Flexibilisierung der Arbeitswelt. Connected Work. So, und jetzt hat es diesen Impuls gegeben durch dieses Homeoffice, die es übrigens auch vorher schon gab. Heimarbeitsplätze gab es bei uns schon immer irgendwie. Und plötzlich war das ein Massenphänomen, das innerhalb von 4 Wochen wir 70.000 Menschen zu Hause angeschlossen haben. Das war erstmal eine riesen IT-Leistung, das überhaupt hinzukriegen. Sie müssen natürlich Serverstrukturen aufbauen, um die Bandbreiten zu erzeugen. Und plötzlich saßen die dann alle und dann, das war eine tolle Lernerfahrung. Ne? Da gibt es ja viele Dinge, da gibt es Themen, die sehr positiv sind, dass sie sehr, sehr schnell lernen, über Zoom sich oder Skype bei uns sich auszutauschen. Das gab es in der Intensität vorher nicht. Es gab aber auch Negativerfahrungen, Vereinsamung, Verlust der Produktivität, insbesondere Verlust der Innovationskraft, das muss man wissen. Und daraus haben wir jetzt Lernerfahrungen gemacht. Und da spielt natürlich, was uns bleiben wird, ist dieses Treffen in virtuellen Meetings. Ja, das ist da ja fast erzwungen worden und alle haben sich so ein Command angeeignet. Wie verhalte ich mich denn da? Ja, oder zeige ich die Decke von meinem Hobbyraum? Also das ist ja ganz interessant. Oder ziehe ich mich auch ordentlich an oder komme ich da im Schlafanzug hin und zeige ich mich oder zeige ich mich nicht? Also das fand ich ja viel interessanter, welcher Command da ganz schnell entstanden ist. Und es bleibt uns erhalten und das ist toll. Und viel davon wird erhalten bleiben. Also jetzt ist die Frage, mache ich daraus sofort eine Regulierung? Ja, und da sage ich, wieso muss das jetzt wieder einer regulieren? Unternehmen haben ein ganz feines Gespür dafür, was sinnhaft ist. Ja, und diese Homeoffice werden uns erhalten bleiben, daraus eine Pflicht zu machen oder eine Regulierung, das ist fast schon absurd, weil es sowieso da. Und ich denke, jede Form von Arbeit hat andere Anforderungen. Wenn Sie bei uns im frühen Ingenieursbereich sind, da sind Sie auf Zufälligkeiten angewiesen, also das berühmte Tischtennisspielen in diesen oder Tischkicker in hochinnovativen Unternehmen, da geht es um Zufälle. Und die erzeugen sie genau über solche Zoom-Meetings nicht, weil es sehr geordnet dort abläuft. Das geht uns wirklich verloren. Serendipity nennen die Amerikaner das, das geht fast auf null runter. Und das muss man wissen, dass man auch was verliert und nicht nur gewinnt. Und ich glaube, wir machen dieses Connected Work, adaptiert sich jetzt und überall dort, wo Homeoffice sinnvoll ist, insbesondere für Familien, wo die Kinder zu Hause sind, das ist ja hoch sinnvoll, das zu tun, da werden wir das fördern, auch in unsere Arbeitswelt einbauen, aber eben nicht präskriptiv. Letzter Punkt dazu noch, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft machen. Hier gibt es die Pflichtanwesenheit in Fabriken und daneben sind die Büroleute, die alle zu Hause bleiben dürfen. Das geht nicht. Also da geht es auch um eine Firmenkultur, dass sie nicht so eine Zweiklassengesellschaft heraufbeschwören. Aber wir sind da, glaube ich, gut unterwegs. Wir nehmen alle Lernerfahrungen mit und ist ja eigentlich eine tolle Erfahrung, dass es, wenn es notwendig ist, dass ich das inzwischen technisch auch anbinden kann. Vielen Dank. Ja, wir sind fast am Ende der Diskussion angelangt. Vielleicht, wenn ich noch mal zusammenfassen darf, wir haben eine Art Positionsbestimmung gemacht, von welcher Ausgangslage wir starten in die neue Nicht-Pandemie-Welt hoffentlich. Ich habe schon vorhin zu Herrn Fuß gesagt, letztes Jahr haben wir auch schon gedacht, wir hätten es überwunden. Ich hoffe, das stimmt am Ende auch. Und welche Herausforderungen die Regierung angehen sollte. Wir haben diskutiert viel über Wachstum, also welche Initiativen das Wachstum stärken könnten, insbesondere über die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, welche Rolle spielt der bei künftigem Wachstum, wie sieht es mit den internationalen Lieferketten aus, wie können wir durch unseren Export schützen, das Geschäftsmodell, mit dem Deutschland ja in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen ist, und aber auch welche Rolle spielt gesellschaftlicher Rückhalt, Mechanismen, die in der Gesellschaft vorhanden sind und die eben teilweise Zielkonflikten unterliegen in dem, was in der Wirtschaftswelt passiert. Wie bringen wir das am sinnvollsten zusammen, damit wir eben auch wirklich eine Schlagkraft entfalten können für Reformen, die unbedingt notwendig sind. Wir haben gesagt, dass die Digitalisierung sehr wichtig ist, auch wenn sie ein relativ theoretisches, schon seit Jahren verwendetes Schlagwort ist, aber wir müssen eben auch schauen, dass wir den
Anschluss da nicht verlieren und dass hier eben auch eine gewisse, ein gewisser Graben besteht, oder nicht Graben, ist zu negativ ausgedrückt, dass es einen Unterschied gibt, ob wir über Digitalisierung in der Industrie sprechen oder ob wir darüber sprechen, in welcher Durchdringung sie bereits im täglichen Leben angekommen ist, an unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel auch bei der öffentlichen Verwaltung. Also ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die lebhafte Diskussion mit sehr vielen verschiedenen Aspekten, die wir, glaube ich, angesprochen haben. Ich hoffe, dass wir auch für alle Zuschauerfragen, die Sie eingereicht haben, einigermaßen zufriedenstellende Antworten geben konnten. Ich habe nicht alle aufnehmen können, aber ich bedanke mich sehr für Ihre rege Teilnahme auch an unseren kleinen Stimmungsbildern. Ich finde es immer sehr hilfreich, die Meinung des Publikums auch nochmal in die Diskussion einfließen zu lassen. Auf jeden Fall hinweisen möchte ich noch auf eine kleine Sache, die Herr Fuß auch schon angesprochen hat, diese Empfehlungen, die Beleuchtung der Handlungsfelder, die wir für die künftige Legislaturperiode sehen, die werden wir in den kommenden Wochen veröffentlichen als Serie. Verfolgen Sie das gerne, bleiben Sie dran und teilen Sie uns auch Ihre Meinung dazu mit, Ihr Feedback. Das ist uns sehr wichtig, dass wir in der Diskussion bleiben. Die werden dann Mitte Juli veröffentlicht in unserer Publikation IFO Schnelldienst. Also auch den können Sie bei uns natürlich bekommen, digital und auch als Print immer noch. Tja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine angenehme Aufgabe an Herrn Fuß wieder weiterzugeben, nämlich das Verleihen von drei Preisen, was wir jedes Jahr in der Jahresversammlung machen für erstklassige wissenschaftliche Leistungen, Sonderpreise für verschiedene Leistungen am IFO-Institut und auch den Drittmittelpreis, und würde damit das Wort wieder an Herrn Fuß übergeben.